Moin, hallo Leute, willkommen zum heutigen Sonderstream hier an diesem wunderschönen Montagvormittag. Moin, und ja, da sind auch schon die ersten da, und zwar, okay, du hast einen langen Namen, moin, Adrian, Nintendo, moin. Ja, ich dachte, wir machen heute mal irgendwas. Was wir genau machen, das könnt ihr gleich entscheiden. Das machen wir ganz spontan. Eure Wahl, wir können ein Online-Spiel spielen wie Mario Kart, wir können Splatoon machen, wir können Mario Maker machen, ich kann irgendein GameCube-Spiel spielen, theoretisch kann ich auch noch jemanden einladen, irgendein YouTuber oder so. Ich bin hier ganz flexibel, wir können das ganz spontan machen, so die nächsten 3 Jahre oder so, keine Ahnung, ganz spontan, wie wir wollen, wir können alles machen, also, ja. Moin auch an Zucker Joe, Domtano Reactions, Konizo, Oscar, Erik, Matze, Sees, Hardcore, Yoshi HD, Malos, Raphael, Eiergott, Kilian, Julia, Lutendo, moin. Ja, wie gesagt, schreibt mir mal eure Wünsche in den Chat oder so und dann suchen wir uns was aus. Wir haben ja Zeit ohne Ende, ne? Also ich habe Zeit ohne Ende, wir können auch viele Sachen heute spielen. Der Stream kann auch ein bisschen länger gehen. Ich bin hier fast allein zu Hause, also ganz entspannt das Ganze. Wir können viele Sachen machen und... ja, so, Dishan, hi, hallo Raphael Bros, Pokerface, Jens Ritter, Dishan, Hanna sehe ich hier, Bruder muss los, hi, PS, Snand, irgendwas, SNDR, moin, Sonic, Fanboy, hi, Jens Ritter, Claudi, ja, Hardcore, moin, okay, so, was haben wir denn jetzt hier so für Vorschläge? Mario Kart, Splatoon, Mario Maker, Splatoon, Mario Sunshine, Splatoon MK8, Squibble können wir auch machen. Ja, alles drin heute. Splatoon MK8, Banjo, Mario Strikers können wir auch machen. Ja. Wir können auch damit anfangen. Keine Ahnung. So viele Vorschläge. Und ich sehe auch gerade erstmal ein neuer Abo. Und zwar Eduard. Dankeschön fürs Abonnieren. Willkommen auf dem Kanal. Willkommen bei Team Toad. Sunshine ist ein bisschen kritisch. Ich glaube, das habe ich nicht. Also jetzt zum Spielen gerade. Edin, hi, moin. Du kannst auch ein neues Spiel ausprobieren, Pius. Probier mal Celeste. Das habe ich bei Blue X2, glaube ich, gesehen, ne? Das hat mir jetzt... also ist jetzt nichts für mich, so ein bisschen. Das betonen auf der Wii U. Können wir auch machen. Ich will... also, ich habe hier alles stehen. Gut, okay, die Wii U, ja, alles stehen hier. Alles, ich kann gleich sofort anfangen mit allem. Also, ich bin hier ganz flexibel. Also, mindestens zwei Stunden spielen wir auf jeden Fall. Machen auch, können auch gerne 3 machen oder 10. Ne, 10 jetzt nicht, aber... und Anwalt tot, Junge, was hast du mir für Nachrichten, ey, Junge? Was ist mit dir los? Danke für deine 3,49, aber... was willst du von mir? Und nein, können wir nicht machen, es ist... wir haben hier, Ansteckungsgefahr, mein Lieber. Und gleich zweimal. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, lass eine Runde MK8. Ich bin hier ganz offen heute. Galaxy Boy, moin. Briefeule, moin. Eieiei. Splatoon 1. Gut, wir müssen uns aber irgendwas einigen jetzt hier. Das ist ein bisschen kritisch, warte mal, ganz kurz hier. Es gibt doch bestimmt diese Testseite, warte mal. Umfrage. Weil, ich muss hier irgendwie... wir müssen es demokratisch entscheiden, Leute, das geht so nicht. Wenn mein Internet der Laden tut, warte mal. Wie heißt denn das hier? Umfrage, jetzt kommt mal wahlrecht.de. Nein, wie heißt denn das hier? Diese eine Umfrage, wo jeder Hans-Georg der Dritte eine Umfrage macht. Wie heißt denn die Seite? Ui, Mario Galaxy-Musik, ne? Nee, Mario 3D World. Aber das Galaxy-Theme. Mario Kart Tour hatten wir letztens erst. Hallo Dario, moin. Splatoon, okay, spontan würde ich sagen, die meisten sind für Splatoon, kann das sein? Hä? Ich gehe davon aus, dass es ein 7-Tage-Stream wird. Ja, bis Animal Crossing streamen wir jetzt, Leute. Ich sehe gerade so einige sind für Splatoon. Ich glaube, damit fangen wir einfach mal an. Und danach machen wir dann das nächste. Wir haben heute viele Spieler auf der Liste, theoretisch. Ganz entspannt. So, warte mal. Holen wir mal unsere Nintendo Switch. Machen wir die mal an. Ich habe die jetzt original seit 3 Wochen oder so nicht angehabt. Diese Woche Animal Crossing Hype. Aber natürlich, ganz klar. Leute, wenn ihr gehypt seid auf den heutigen Stream hier, Dr. Mario ist unser Arzt für alle Fälle. So, ich habe jetzt einfach meine Switch ein bisschen entstaubt. So. Jetzt machen wir die mal an. Ich habe noch 12% Akku. Läuft. So, rein mit dir. Habt ihr ewig nicht mal angehabt.
Weil, ja, keine Ahnung, du. So, jetzt noch die Elgato anschließen. So, Elgato öffnen, dann geht's hier gleich los. Ja, ja. So, Elgato. Gern. Ah, dauert noch ein bisschen. Ah ja, jetzt geht's hier gleich los. So. Ah ja, noch Strom für das Dock. So, wir schaffen das. So, guck mal einer an hier. Jetzt läuft es hier. Oder? Ja, wunderbar. Ja, gucke einer an hier. Da ist es schon da. Ja, optimal. Ich sehe auch gerade, wir können auch den Stream-Boss wieder reinmachen. Weil heute haben wir ja genug Platz da unten. Ui! Oha! Kiki ist weit weg, Leute. Warum haben wir das jetzt ein bisschen komisch aussieht? Keine Ahnung. Ja, noch eine Donation, ein Abo und wir haben einen neuen Stream-Boss. Das ist ja heftig, ey. Das ist ja krass. Ich hole mir Animal Crossing nicht, ist nicht so meins. Killian, oha. So, was macht man denn jetzt, Ace? Einige meinten ja Splatoon. Das können wir grundsätzlich natürlich machen. Unfair Mario ist auch eine coole Idee für später, ja. Und Skelett, moin noch an dich und moin alle, die hier so ein bisschen am Start sind heute. Ja, geht's euch gut? Geht's euch super? Ja, meine Eltern sind heute noch arbeiten, weil, ja. Und ab morgen wollen die dann aber auch im Homeoffice machen. Soweit das geht. Und der Chef das Ganze dann morgen heute so ein bisschen einrichten tut, das Ganze. So, Splatoon Wii U. Ja, da habe ich, weiß ich nicht. Das ist ein normales Splatoon, glaube ich, besser. Spiel zu Smash, können wir auch machen. Ich habe so viel zu tun, ich muss einfach meinen Controller finden. Mittag, ja, morgen Mittag. Alter, dasselbe hier, ey. Okay, ich würde sagen, dann fangen wir erstmal. Ja, moin. Batterieleistung, fast leer hier. Ich würde sagen, wir adden erstmal ein paar Leute. Und dann können wir langsam anfangen. Ja, Leute, das geht heute ein bisschen länger hier. Lehnt euch zurück. Und ja. Habt ihr alle schulfrei heute? Ich nehme es mal an. Oder gibt es auch welche, die haben ab sofort jetzt irgendwie Homeoffice oder so und gucken das so nebenbei und arbeiten nebenbei oder so. Kann ja alles sein. So, ja, ich muss mal ganz kurz erstmal welche löschen, damit ich neue Anfragen annehmen kann und so, ja, ja. So, Mahlzeit, Leute, hallo Edin, moin, hallo Pete auch, servus, geht's euch gut, Leute? Dr. Mario beschützt uns vor dem Virus, ja, ja. Und ich lösche erstmal ein paar Leute. Ja, Views, wir können abstimmen, eins für, ja, können wir gerne machen. Wow, wir gehen jetzt ab hier. Bullshit Gang! Was? Haut 1 Euro raus? Wer hat das geschafft? Achso. LOL, danke dir! Dankeschön für 1 Euro, mein Lieber! Danke dir! Dich kenne ich vom Namen her gar nicht. Herzen und Pilze gerne für den Chat, Leute. Bullshit Gang, Dankeschön für 1 Euro. Yay! Ganz random vor allem. Und am lustigsten ist ja in letzter Zeit so ein bisschen, dass der Alert, also die Anzeige in OBS, in meinem Streaming-Programm, da kommt die Anzeige früher als im YouTube-Chat. Deswegen wundere ich mich da immer so ein bisschen, wo das jetzt herkommt, weil einfach der Alert, die Donation, wird einfach früher im Stream angezeigt als bei mir im Chat. Das muss man auch erstmal schaffen, muss ich sagen. Ja, immer ganz lustig. Danke dir auf jeden Fall für 1 Euro, ey. Danke, danke. So, ja, kannst auch gerne gleich mitspielen, falls du eine Switch hast. Ich nehme gleich Leute an und lösche erstmal ein paar, die mir vom Namen her nichts sagen. Wie der zum Beispiel, der sagt mir vom Namen her gar nichts. Ist mein zweiter Account, alles klar? Ja, dann danke dir. Ja, moin, Hammer Bro, moin. Moin, moin. So, wir schaffen das und löschen wir noch den M, der sagt mir auch nichts. Fußball unter Corona. Ja, ohne Zuschauer. Ohne Zuschauer, das Ganze. So. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich erstmal ein paar Plätze frei. Ja, schickt mir gerne eine Anfrage. Ich mache mal kurz ein Textdokument. Was heißt ein Textdokument? So ein Textfeld einfach, um den Code jederzeit da stehen zu haben. 2, 3, 5. 7530 0340. Optimal. Und ich kann mir auch vorstellen, jetzt öfters am Vormittag einen Stream zu machen.
weil die nächsten Wochen habt ihr ja alle frei. Also ich kann es mir vorstellen, jetzt öfters vormittags einen Stream zu machen. Habe ich ja schon öfters, ne? Jeden Dienstag fangen wir ja eh meistens um 14 Uhr an, deswegen ist das ja für mich gar nicht mal jetzt so besonders, das Ganze. Am Vormittag zu streamen oder am Mittag, ne? Einige sagen ja, es ist Mittag, ist auch okay. Und ja, es ist für mich jetzt gar nicht so besonders. Aber natürlich trotzdem aber ganz cool, ne? Aber morgen muss ich mal gucken, ob das morgen was wird. Weil, ja, ich habe immer noch ein paar Internetprobleme grundsätzlich und morgen kommen die nochmal wegen dem, wegen der Leitung und wollen die Straße morgen nochmal aufmachen. Und deswegen mal gucken, ob ich denn morgen dazu Zeit finde. Dr. Mario löscht den Virus. Ja, genau. Habe ich jetzt eigentlich Anfragen bekommen oder ist meine Liste voll? Habe jetzt gar nichts irgendwie mitbekommen hier. Komisch. Oder sind die jetzt alle neu? Ne. Aber wann sind denn die? Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Ach lol. What? Alle von heute? Nee. Hä? Ich hab das gar nicht gesehen. Ja moin. Wo geht's denn hier los? Ah, das ist ein bisschen älter. Wir nehmen die heutigen an. Ah, komm. Okay. Es geht also hier los. Ah ja, okay. Ja, optimal. Junge, 2 Stunden Breath of the Wild. Was ist los bei dir? Hä? Wieso 2 Stunden Breath of the Wild? Hä? Was willst denn du von mir? Ich weiß gerade nicht so ganz, was du meinst. Und hier haben wir einen Ehren-Yoshi-Toad. Und zwar hat er in seinem Namen TT. Das steht für Team Toad. Unser Community-Name, Leute. Ja, ja. Macht ihn gerne rein. Würde mich freuen. AD und ZDF werden ab heute den ganzen Vormittag Sendung mit der Maus bringen, da die Kinder ja nicht zur Grundschule beziehungsweise Kindergarten gehen können. Echt jetzt? Ja moin. Oh, habe ich immer sehr gefeiert eigentlich, muss ich sagen. Habe ich sehr gefeiert. Ah, wir kommen wieder, wir werden wieder grün, Leute. Yay, wir sind wieder zurück. Warum auch immer das gerade weg war, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ihr seid noch da. Wir sind auf jeden Fall wieder zurück. Was? Hä? Video ist nicht mehr gültig. Okay, wir sind wieder zurück, Leute. Ich hoffe, ihr seid noch da. Wäre zumindest optimal. Sieht auch gar... Okay, wir sind... Warum sind alle weg, Alter? What the fuck? Tschüss. Okay, dann kommt ihr wieder. Sehr gut. Anscheinend noch ein YouTube-Bug oder so. Funktioniert wieder wunderbar. Komische Eule, moin, willkommen zurück. Hattest du Corona? Ja, ich musste kurz evakuiert werden. Ey, was ist denn da jetzt los? Ist schon wieder rot. Es ist keine Sau zu Hause. Ey. So ein Bullshit. Ja, toll. Ah! Warum? Was will der von mir? So, ich hoffe jetzt aber. Hatte ich ja lange nicht mehr. Jetzt ist er lustigerweise bei Rot, obwohl der bei 6000 Upload ist. Alter, what the fuck. Okay. Ich hoffe, wir leben wieder. Ach man, da willst du einmal am Vormittag streamen, da kackt er komplett ab, ey. Was ist denn jetzt los? Ich versteh's nicht. Okay, sind wir jetzt wieder da? So ein Bullshit, Alter. Ich könnte schon wieder heulen, ey. Ich dachte, die kommen morgen, ey, nicht heute. Anscheinend zerlegen sie heute schon die Leitung. So, ich bin wieder zurück, hoffe ich. Bei mir funktioniert es ja wunderbar. Ja, dann willkommen hier zurück. So ein Shit. Hä? Was ist denn da nicht gültig? Das hatte ich auch noch nie. Was ist, was ist das denn? What the fuck? So ein Bullshit. Was ist denn hier los? Okay. So, Marco, du, anscheinend bist du infiziert. Ich kann dich nicht mehr adden. Tut mir leid für dich.
LOL. LOL. Bei mir geht alles optimal. So. Toxus, komm ran. Na komm. Na komm, lade. Lade doch. Komm, sehr gut. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, mit Marco kann ich anscheinend kein Freund werden. Okay, dann halt nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, ich würde sagen... Ja, moin, ein Balken. Willst du mich verarschen? Ja, Props und 1-1 heute auf jeden Fall. Läuft stabil. 1-1 möchte nicht, dass du Freunde bekommst. Ja, die hassen mich. Oh Mann, oh. Ach du Scheiße, ey. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir mal mit Splatoon wollten wir machen, ne? Oder? Splatoon. Das wäre hier. Wollen wir das machen? Wollen wir das machen? Ich trinke erstmal ein bisschen Apfelsaft. Prost. Und Sebi, moin. Hast du nicht noch Schule in deinem blöden Baden-Württemberg? Luca, moin. Moin, moin. Ich grüße euch alle. Willkommen zum heutigen Stream hier. Machen wir mal ein bisschen... Ja, wir wollten Splatoon machen, ne? Gucken wir da mal ein bisschen rein. Und das machen wir ein paar Minuten und... Was heißt ein paar Minuten? Das machen wir schon ein bisschen, ne? Und dann gehen wir zum nächsten Game. Wir spielen heute einige Games, also bleiben Sie dran. Sie haben ja eh nichts Besseres zu tun, als hier zu sein. Splatoon Battle Royale Views, ja. Moin, wie lange geht der Stream? Will nur wissen, ob du auf Fernseher kommst oder auf dem Handy bleibst. Das geht noch ein bisschen. Das geht noch. Wir haben jetzt gerade erst angefangen. Wir haben gerade erst angefangen, also gönn dir. Wenn dich wieder mein Internet abkacken tut, dann soll das noch ein bisschen laufen hier. Hoffe ich. Jedenfalls haben wir gerade erst angefangen an diesem heutigen Montag. Und das hier ist gerade Mao Party Musik. Das ist, das kenne ich ganz gut. Aus den ganzen Betrugssachen. Wir können die Musik aber auch gerne gleich ausmachen, wenn wir mit Splatoon anfangen, ja. Pius kommt diese Woche in den Nintendo Direct. Nein, auf jeden Fall nicht. Ich kann dir auch sagen, warum. Diese Woche kommt Animal Crossing. Nintendo macht bestimmt nicht einen Tag vor Animal Crossing eine Nintendo Direct. Das macht keinen Sinn, dass sie das machen. So. Und wir fangen jetzt an mit Splatoon. TimX2, moin. Hi. Was ist denn Little Racer? Das ist ein Indie-Game. Ein kleineres Arcade-Game. Ja. Habe ich geschenkt bekommen. Habe ich auch vor kurzem in einem Stream gespielt, Adden. Vor ein paar Wochen war das, glaube ich, ja. Junge, lag schon wieder. Laber nicht. Nee, jetzt ist alles grün gerade. Jetzt ist gerade alles grün. Mann. Ausgerechnet jetzt, wenn Corona ist, ey, muss hier mein Internet abkacken. Mann, oh Mann, oh Mann. So ein Scheiß. Aber es ist auch sehr belastend. Ich habe es, glaube ich, noch nicht erklärt. Oder? Habe ich das schon erzählt? Doch, im Tomodachi-Stream. Da waren aber letztes Mal nicht so viele dabei. Und zwar, ich wollte eigentlich von 50.000 Leitungen, ne, auf 100.000 updaten. Und da war eine Umstellung. Und an dem Tag war ich dann so voller Erwartungen. Ja, Mann, jetzt endlich mehr Internet und so. Mehr höhere Geschwindigkeit und so. Und was war? Ich hatte hinterher weniger Download als vorher und ein bisschen mehr Upload als jetzt. Ne? Der Upload war geil, der war bei 25. Der hätte mir jetzt auf jeden Fall heute geholfen beim Stream. Der wäre vielleicht nicht abgekackt, der scheiß Stream. Und ja, ich war aber nicht zufrieden, weil das war ja nicht mehr Download als vorher. Und ich will ja nicht nur Upload mehr haben, sondern auch Download. Ja, hab dann da angerufen. Dann haben die jemanden geschickt. Ja, der meinte dann so, das liegt an der Leitung, an der Straße. Die Straße muss aufgemacht werden. Und dann kam die mit dem Bagger. Und dieser tolle Typ da, dieser tolle Fachmann da, meinte so, nee, an der Leitung liegt's nicht. Das liegt hier am Haus. Ich gehe an den Kasten unten dran, der unten auf dem Flur ist, und fummel da ein bisschen rum und mach's noch schlimmer als vorher. Danke für nix. Jetzt habe ich noch weniger als vorher. Wie geht denn das? Wie kann denn da jemand von der Telekom runtergehen an meinen Kasten? Und hinterher hast du weniger als vorher. Wie zur Hölle schafft man das? Das ist mir ein Rätsel. Jetzt wollten die am Samstag nochmal kommen. Sind nicht gekommen. Jetzt kommen sie morgen nochmal. Darf ich wieder den ganzen Tag warten? Von 8 bis 18 Uhr.
auf die Leute warten und kann wieder nichts machen den ganzen Tag, weil die können ja jeden Moment klingeln und dann alles zerlegen. Also das ist zum Kotzen, ey. Ja. Jedenfalls sehr belastend das Ganze. Und wir machen mal eine Lobby auf, ohne Code, kommt einfach rein. Und ja, es ärgert mich so. Wer dieser doofe Typ letzten Donnerstag... Nee, Mittwoch war der da. Oder? Donnerstag. Nee. Donnerstag. Weil wäre der nicht gekommen, hätte ich jetzt wenigstens 25 M wird Upload. Jetzt habe ich 7. Ja. Geil, ne? Statt 25, 7. Das hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Ja. Wenn die morgen kommen, dann zerlegen sie noch mehr, dann habe ich hinterher 0. Also. Oh. Weißt du, was sind das für Fachleute? Kann ich gleich meine Oma da an den Kasten stecken? In die alle irgendeine Scheiße labern, am Ende alles nur kaputt machen. Statt heil machen. Da brauche ich keine Leute. Können die auch mich da bezahlen von 1&1, ey? Die Leute kommen von der Telekom und 1&1 beauftragt die halt, ne? Also, das ist halt wirklich. Da macht einer mehr Scheiße als der andere und hinterher geht noch weniger als vorher. Also, da fällt mir auch nichts ein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. 7 geht noch klar. Naja, wenn du mit 4 streamen tust, dann hast du noch 3 jetzt über. Und wir haben ja gerade gesehen, dass das schon lecken tut. Weil eben nicht 3 über waren, sondern wahrscheinlich nicht mehr 3, sondern waren schon minus 1 oder so. Keine Ahnung. 7 ist nicht geil. Vor allem, wenn ich vorher 10 hatte, updaten tue auf eigentlich 40 und am Ende habe ich 7. Ich hatte vorher 10. Will auf 40 updaten, hinterher habe ich 7. Das ist nicht Sinn der Sache. Und da geht's um mein Einkaufen, deswegen beschwere ich mich ja auch. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, könnt jetzt gerne reinjoinen. Hab Splatoon nicht parat. Oha. Hab kein Splatoon. Oha. Lies meine Nachricht, du so. Ah ja. Und was hast denn du geschrieben? Hatten nur bis 11.30 Uhr Schule. Unsere Schule macht auf modern, hat eine Cloud mit 1K Aufgaben erstellt. Müssen die wöchentlich hinschicken, das sind 10 Stunden Aufgaben pro Tag. Hä? 10 Stunden? What the fuck? Was ist das denn? Was ist denn bei dir los, ey? Kamekovs! Moin! Na, dann fangen wir halt einfach an, ne? Ich versteh's nicht so ganz. Erst fordern alles Splatoon und dann schreibt der halbe Chat, er hat kein Splatoon. Boah! Muss ich jetzt aber nicht verstehen, oder? Das ist auch bei Videos so. Das, was die meisten Leute fordern, ist am Ende das, was am wenigsten geguckt wird. Das ist immer so. Bestes Beispiel war damals Fractoad. Das hat gefühlt die halbe Welt gefordert. Am Ende waren das die Videos, die am wenigsten Aufrufe hatten. Ist immer ganz lustig eigentlich. So. Jetzt habe ich meinen Schwapper. Sehr schön. Hab auch keins mehr tun. Was ist denn los mit euch? Und Pius sagt, Hamburg ist bei der Digitalisierung Platz 1 in Deutschland. Alles klar, aber hat selber schlechtes Internet. Ja, da ging es ja eher um andere Sachen. Als um das DSL. Und naja, gefühlt jeder andere, den ich kenne, hat auch mehr als ich in Hamburg. Ich keine Ahnung, die haben mich halt hier abkassiert damals, die Telekom. Grüße gehen raus. Wer 2011 in einem Neubaugebiet scheiß Kupferleitung verlegt, liebe Telekom, Grüße gehen raus an diesen Fachmann. Anstatt Glasfaser. Daher könnte ich über kotzen. Und als ich erfahren habe, letzte Woche Donnerstag, wo dieser Verteilerkasten ist, wo das Internet herkommt, ne? Vom Verteilerkasten wird das denn ja weitergeleitet und so. Der steht gefühlt 3 Jahre von mir entfernt. Da fällt mir nichts so ein, ey. Also hier wird gespart an jeder Ecke von der scheiß Telekom. Grüße gehen raus. Fix meine Leitung! Oh, scheiße. Aber mir geht's soweit gut. Ich verlasse das Haus nicht mehr, mir geht's gut. Wann kommt wieder Faktor? Das kommt erstmal nicht mehr. Kein Bock mehr. Nee, also nach 20 Folgen habe ich irgendwann auch genug, bin ich ganz ehrlich. Wir haben ja vor kurzem noch den Livestream gemacht und so. Telekom, ihr könnt mir gerne irgendeinen Rabatt schicken oder so, dann liebe ich euch wieder. Aber fix erstmal meine Leitung, dankeschön. Also ein Verteilerkasten für gefühlt 1000 Häuser? Kommt hin. Das ist halt wirklich eine Frechheit. Weißt du, da müssen nur abends oder jetzt, wo hier Evakuierung ist, alle zu Hause hocken
Und ich kann im Grunde gar nichts mehr machen. Das ist halt, also je mehr Leute zu Hause sind und diesen Verteilerkasten halt in Anspruch nehmen, ist ja ganz klar. Ja, desto schlechter wird's. Anscheinend waren gerade Leute am Eskalieren und deswegen war mein Upload gerade im Keller. Eben, vor ein paar Minuten, ihr wisst Bescheid. Keine Ahnung. Jedenfalls ist das ja ziemlich belastend alles. Da sind so viele Häuser an einem Kasten angeschlossen und ja, deswegen bricht das Ganze hier gerne mal ab. Ja, das ist ein bisschen doof. Ich habe 100.000 Leitungen. Oder nee, wie heißt es? 10.000 Leitungen, ne? Oder nicht, ein bisschen 1.000k Leitungen. Ah ja. Aktuell geht gar nichts. Bin froh, wenn überhaupt was geht. Genauso wie bei Pios, ja, optimal. Ah ja, ich bin voll gut hier, ne? Komm, jetzt greifen wir mal an hier. Splatoon ist und bleibt Abfall. Du bist auch Abfall, Hammer, Bro. So. Komm, ich will jetzt mal hier siegen. Leute, Team Toad. Ist der Zaun eigentlich übrigens laut genug? Ich weiß es gar nicht. Schreib's gerne mal in den Chat. So, stirb. Wo ist denn der? Ah, gut. Yoshi HD. Ist weg vom Fenster. Sehr gut. So, komm. Ja, wir spielen auf jeden Fall heute einige Spiele. Angefangen jetzt mit Splatoon 2. Machen wir heute auch noch ein paar andere Sachen. Und Xenos, moin. Nee, Jeremy, AP ist Abfall. Ich habe gestern eine geile Reaction gesehen zu meiner Nintendo Direct. Grüße gehen raus. Also jetzt mal, das war so merkwürdig. Also ich hatte überlegt, ein Video zu machen, aber nee. Nee, das wäre, glaube ich, das wäre schon, nee. Das kannst du nicht machen, ey. da kommen die Tränen. So, komm, besieg ihn. No, wo kommt der denn her? Ich habe keinen Ingame-Sound. Du hast keinen Ingame-Sound, aber ich mach mal, oh Gott. Ich mach den hier mal lauter. Der ist ja ganz leise, ey. Der ist ja ganz leise. Das geht ja gar nicht. So, jetzt ist er ein bisschen lauter. Damit ihr auch was hört von dieser wunderschönen Musik, Leute. Ja. Genießt sie. Weihnachten mit Pius. Nee, ein Video kann ich nicht machen, weil nee, Ende. Hä? Ah, nee, Weihnachten. Da steht Weisheit. Weihnachten. Junge. Untersucht die nicht wegen dem Virus, untersucht die wegen Brille und so. Weihnachten. Ach Gott. Wie konnte ich denn da Weihnachten lesen? Ich bin da komplett lost. Ja, meine erste Runde ist Splatoon nach einem halben Jahr oder so, Leute. Bitte haben Sie Gnade mit mir. Skill! Skill! Oh mein Gott, kommt den auch noch. Oh, jetzt läuft's hier aber. Jetzt rennt's aber. Komm, bum, 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 bum. Nach vorne mit dem Shit. Bum, 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 bum. Jetzt holen wir uns hier den Sieg. Oh, ist das geil. Ist das geil hier. Ist da oben safe? Ich glaube nicht. Kommt mal jetzt alle her hier. Ihr Keks. Shit. Ach man, wo waren die denn alle? Echo Games. Moin. Hallo. Lost Pius. Ja, ich bin einfach lost. Lost wie immer. Durch wie immer. Ja, schade. Dein Controller ist lauter als der Ingame-Sound. Als ob. Okay, ich mache ihn nochmal lauter. Warum ist denn der so leise? Warte mal, ich mach das einfach mal hier bei der Elgato lauter. Mama lauter hier! So. Sehe ich das gerade richtig? Ich habe noch 97 GB Speicher. Ja, moin. Der PC läuft über. Ich halte es nicht mehr aus. Mein Speicher ist voll. Eieieiei. Ich lebe in einem Gewerbegebiet, heißt kaum Auslastung. Weil da grundsätzlich die Leitungen auch besser sind, oder wie? Aber in einem Gewerbegebiet? Aber du meinst jetzt schon so ein bisschen paar Büros, oder? Oder meinst du jetzt so Industrie, also so neben einem Kohlekraftwerk oder so, würde ich jetzt nicht so gerne wohnen. Nee. Aber wenn du mit Gewerbe nur so ein bisschen Büros meinst und so, dann passt das, ja. Das ist ja voll okay. Pius hat mich beleidigt. Nein, das würde ich niemals tun. Eier. Eier, okay.
Ja, ich habe heute noch keine Eier gegessen, du. Ich spiele Mario Kart 7, ja, optimal. Moin, erstmal an dich. Weihnachten mit Pius. Ja, klar. Immer wieder gut. So. Neue Runde, neues Glück. Und ja, ein paar Runden Splatoon machen wir und dann gehen wir zum nächsten Game. Wir haben heute Zeit und so. Ich habe heute Müsli gefrühstückt und ihr so, Leute, was habt ihr heute Morgen gegessen? Schreiben Sie es in den Chat. Ich habe ein bisschen Müsli gegessen mit Schokomilch. Oh, war das schön. Das war super. Das hat mich sehr gefreut, die Schokomilch. Der hat mein Leben erweitert. Stirb! Halt, stopp! Oh, ich bin so gut. Bin einfach so ein Profi. Oh, bin ich gut. Ha, ganzes Team erledigt. Krass, ne? Ja. So, da kommt jemand, ein Keck. Nee, von hier kommt er. Ah, gar kein Stress hier für den Profi. Von da kommt einer. Stirb! Wir führen. So muss das. Wir gewinnen das hier, Leute. Kein Stress. Stirb! Oh, das ist geil. Da kommt jemand. Oh no, Leute, da ran, ran da. Pius erweitert sein Esserlebnis ja auf jeden Fall. Ich habe ein paar Aldi-Haferkekse gegessen. Haferkekse? Okay. Und sonst nichts, oder was? Immer Müsli selbst gemacht. Oha, ja gut, so weit bin ich noch nicht. Obwohl, schmeckt eigentlich. Das ist gerade eine interessante Frage. Ich kam da gerade irgendwie drauf. Banane mit Milch. Schmeckt das? Ich wollte mich gerade sagen, man kann ja Banane ins Müsli tun. Schmeckt Banane und Milch? Das ist sogar eine Frage, die ich habe. Wir haben voll viele Bananen und so. Auf dem Balkon. Oh, shit. Bananen und Milch, Leute. Alter, was ist denn hier los? Stopp! No. Ich hab Leberkäse. Semmel gegessen war beste. Immer diese Semmel, ey. Das heißt Brötchen. Und nicht Semmel. Pius 18. Wir führen. Ja, auf jeden Fall. Die Schokomilch hat Pius. Ja, habe ich schon gelesen, ey. Ich habe ein Mathebuch gegessen. Ja, ist auch mal lecker. Ist auch mal lecker. Ich nehme Toad als Fahrer. Ja, optimal. Ja, wir spielen heute einiges, Leute. Bleiben Sie dran. Der geht hier noch ein bisschen. Macht euren Fernseher an, macht hier Full HD-Übertragung. Willkommen zur Corona-Sondersitzung hier heute. Ihr Gastgeber ist heute Pius Toad. Guten Tag. Nur noch ein paar Tage bis Animal Crossing kommt. Was haben die jetzt gewonnen? Ne. Oder? Laber nicht. Als ob! Ne. Das gibt eine Anzeige. Die ist nicht dein Ernst jetzt, ne? Als ob. Bananen, Milch. Was? Bananen, Milch. Okay. Bananen und Milch, übelst geil. Echt? Okay. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, habe ich das schon mal gegessen? Bananen und Milch? Keine Ahnung, ey. Ich zock nebenbei Mario Maker 2. Ja, optimal. Ja, wir machen jetzt noch eine Runde oder ein, zwei Runden und dann gehen wir auch schon zum nächsten Game. Wir machen heute viele Spiele, Leute. Große Auswahl. Warum streamst du nicht Dr. Mario? Es ist nicht wirklich interessant, oder? Denk zweideutig. Banane und Milch. Ha, du bist so lustig. So, jetzt ist das Niveau schon mal hier um 50% gesunken, meine lieben Leute. Ja. Auch Smash ist, denke ich, auch drin. Bananenmilch ist pure Liebe. Oh ja, das auf jeden Fall. Aber ich habe keine Müllermilch und sowas mehr. Alles ausgesoffen. Pius, der Säufer. Ich habe noch ein bisschen Apfelsaft hier. Und ja. Leute, ihr müsst das Video liken. Genau, Leute. Habt ihr alle schon den Stream geliked? Wenn nein, tut das gerne. Wer den Stream liked, bekommt kein Virus. Habe ich gehört. Ja.
Ja, ja. Servus, du Sohn. Hallo, Flexi. Moin. Oh, shit. Was ist bei dem los? Stopp! Bananenmilch gegessen. Getrunken, natürlich. Bananenmilch getrunken ist geil. Ich bin ein bisschen lost, wie man mich halt kennt, ne? Wie man mich halt kennt. Oh, ist das geil. Dr. Mario kämpft gegen den Coronavirus. Ach du Scheiße. Ja, klar. Oh, what? Was ist denn hier los? Action pur, ey. Ohne Ende. Und Yui, moin. Yui, wie geht's? Auch, glaube ich, länger nicht mehr gesehen. Yui, moin. So, halt, stopp. Stopp! Oh, ich bin so gut. Dishon ist weg. Der Keck. Oha. Okay, warte mal. Wir sind Camper. Tschüss. Und Randa. Oh, jetzt läuft aber. Jetzt müssen wir gewinnen. Da führt kein Weg dran vorbei. Kein Weg führt da dran vorbei. Oh, was? Geil! Geil, 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 geil. Okay. Ich mach Luki Luki. Cookie Cookie. So. Bum, 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 bum. Okay, heute fühle ich es richtig. Alles subi hier. Oh, scheiße. Nicht gesehen. Manu FCL Luzern. Hallo, Pius. Moin. Willkommen hier im Stream. Grüß dich. Willkommen zum Corona-Sonderstream. Das Video wird safe hinterher werbe- und freundlich sein. Aber das ist mir völlig egal. Das ist mir sowas von egal. Manu, der Toad. Hi, auch moin an dich hier. Und Kiki ist auch da, sehe ich gerade. Moin Pius und moin Chat, hallo. Geht's dir gut, Kiki? Grüß dich. Willkommen zum Stream hier, zum Sonder-Special. Stream. Alter. Okay, schnell. Nein, 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 wir müssen hier ganz schnell weg. Es regnet. Okay, super. Führenwind. Was? Die sind bei 4? Als ob. Ne. Wo ist denn der Keck? Ah ja, da, warte mal. Bum, 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 bum. Oh, ist das geil. Das fühlt sich so gut an. Es fühlt sich so gut an hier, Leute. Oha. Ich geh hin, ich geh hin. Wo ist denn der? Stopp! Ist das heftig heute hier, oder nicht? Nein! Was? Was? Klar und selbst, ja, optimal. Solange das Internet funktioniert, ist alles super. Und solange das läuft, bin ich wunschlos glücklich heute. Zumindest heute. Und am Freitag bin ich glücklich, wenn ich mein Animal Crossing habe. Am besten Donnerstag. Damit ich der famste YouTuber werde. Animal Crossing wird toll. Ich hoffe, es bekommt es am Donnerstag, wenn Amazon ein bisschen Ehre hat. Ich hoffe, die schickt das morgen los oder so. Das ist ja mega geil. Oder Mittwoch. Und ich hoffe, DHL liefert auch noch. Wisst ihr da was? Liefern die noch? Ja, ne? Oder haben die auch schon ihren Betrieb eingestellt? Weiß da jemand was von euch? Okay, stopp. Kann er mal sterben? Okay, gut. Komm, Leute, müsst ihr das schaffen. Noch 50 Sekunden. Wir schaffen das. Ich gehe nach vorne. Kommt alle zu mir. Bum, 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 bum. Scheiße. Ja, toll. Da konnte ich jetzt echt nichts mehr machen. Ich würde mitmachen. Wobei, bei Splatoon jetzt, oder was meinst du genau? New Splatoon Deluxe 64 Card. Bestes Game, aber es gibt ja aktuell sogar ein paar Gerüchte, dass es dieses Jahr tatsächlich ein neues Splatoon-Game geben tut, weil Nintendo den ein oder anderen, alles klar, den ein oder anderen, Tipp schon irgendwie so ein bisschen rausgehauen hat. Kann ich euch ja gleich gerne mal zeigen, falls ihr da ein bisschen Interesse habt und ihr das noch nicht mitbekommen habt. Da gibt es so ein paar minimale,
Teaser, würde ich mal, so ein minimaler Teaser, würde ich mal sagen. So in Anführungszeichen Teaser. Es gibt da so eine kleine Sache, ja. Heute gut drauf, Pius, ja. Auch skillisch läuft's heute richtig gut. Okay, zeig mal. Jo, warte mal. Wir gehen mal kurz auf Twitter. So, warte mal. Wir öffnen mal kurz Twitter. Müssen auf den offiziellen Splatoon-Account. Splatoon. So, da haben wir den. Die tweeten ja immer noch relativ viel. Haben wir das denn? Ich sag mal so, es ist schon relativ, ja, weit hergeholt. Aber es wäre sehr lustig. So, warte mal. Jetzt müssen wir noch eine Fensteraufnahme eben machen. Ja. Nee, Bildschirmaufnahme. Warte mal, wo haben wir die denn da? Bildschirm, mach mal an jetzt hier. Nein, nicht das. Nicht OBS-Streamen, Junge, sondern hier. PowerShack 2, Dankeschön fürs Abonnieren. Willkommen bei den Toads. Grüß dich. Willkommen bei Team Toad. So, hier haben wir's. Und zwar, seht ihr hier irgendwas, Leute? Warum posten sie so random so einen Tweet und schreiben so ein bisschen was heute? So ein random Text, irgendwie sowas. Und dann hier so ein Bild hier. Und wenn man mal genau hingucken tut, sieht man hier etwas. Und zwar eine 3. So mehr, also wenn man ein bisschen genauer hinguckt, sieht man da eine 3 in den Haaren. Das hat der Typ jetzt hier irgendwie so gemeint. Das aussieht wie eine 3. Und so. Ob da was dran ist, ich glaube zwar ja weniger dran, aber das Bild kommt ein bisschen random halt, ne? Und das Bild ging auch ganz schön durch die Decke, muss ich sagen. Genau wie das hier. Jo, das kam halt am 14. März online vor 2 Tagen. Ja, gut, machen wir weiter. Mit dem Ganzen hier, ja. So, oder wollen wir es jetzt anders machen? Wir können auch gerne was anderes machen, wenn ihr wollt. Spiel noch mal was anderes. Yoshi AD, moin Pius, hallo, wie geht's? Und auch moin an Lars und an HCD Eishockey. Moin aus der Schweiz. Moin, wie geht's? Geht's dir gut? In der Schweiz gibt es ja auch relativ viele Fälle schon. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht's soweit gut wie allen eigentlich auch, ne? Ich hoffe, von euch ist keiner irgendwie im familiären betroffen oder so. Ja. Wollen wir jetzt ein wenig Mario Kart spielen? Wer ist für Mario Kart? Melden Sie sich im Chat. Dann muss ich kurz das Game holen. Dann können wir anfangen, ja. Einige wünschen hier Mario Kart 8 Battle Royale. Die könnt es natürlich gerne mal ausprobieren. Ich, Battle Royale, Mario Kart, Fortnite. Jo, bin dabei, optimal, Smash Bros, ich. Hi Pius, hallo Maya, ich hoffe, du kannst... Was? Die Basilenkind, achso, zum dritten Mal geschrieben. Ah, hallo Maya, moin erstmal, grüß dich, hab ich wohl überlesen, tut mir leid, hi. Möchte lieber nicht spielen, kein Problem. Moin auf jeden Fall, willkommen auf dem Kanal. Ich habe kein Mario Kart, oha. Nein, kein Mark hat das Spiel, finde ich momentan nicht. Als ob ihr das Spiel nicht finden tut. Monopoly. Ja, das finde ich jetzt nicht so geil zum Zugucken. Mark geht doch immer. Ja, lass ein paar Runden Mark machen. Wir haben ja noch Zeit. Wie gesagt, der Stream geht heute ein bisschen länger. Lehnt euch zurück. Wir machen das Ganze heute ein bisschen intensiv. Wir haben Zeit. Zeit ohne Ende. Ich habe heute noch ein Ziel vor. Ich möchte irgendwie heute noch ein Video aufnehmen für morgen oder so. Weil, oder halt für die nächsten Tage. Oh Gott. Ich kipp erstmal fast vom Stuhl. Man kennt ihn. Ja, heute Abend will ich noch ein Video aufnehmen oder so. Für so ein bisschen Vorrat. Weil ich weiß nicht, ob das jetzt internettechnisch morgen alles so funktioniert. Am Ende geht gar nichts mehr. Dann hätte ich wenigstens noch ein Video. Und ja, dann mal gucken. Dann will ich heute mal ein Bett beziehen. Ja, voll krass, ne? Neue Bettdecke drauf und neues Kissen drauf und... Ja, ich habe heute noch große Ziele, Leute. Große Ziele ohne Ende.
Dann wollte ich meiner Oma heute noch eigentlich Essen was runterbringen. Sie ist nämlich evakuiert da unten. Sperrgebiet. Oma verlässt nicht mehr das Haus, Leute. Ja. Und ja, sonst habe ich heute nichts vor. Ich meine, mein Gott, ist das irgendwie, das ist ziemlich warm hier geworden, ey. Wie viel Grad haben wir denn hier, ey? Draußen scheint die Sonne. Wir machen mal das Fenster auf. Weil hier ist eh keiner da. So. Oh, jetzt kommt ja ein bisschen frische Luft rein. Immer gut, ey. Ui. Bisschen mehr, dachte ich. Oh, ja, oh, jetzt wird's aber schön hier. Jetzt wird's aber geil hier. So. Bin heute erst beigetreten. Auf dem Kanal hier, ja. Moin. Wie gesagt, Dankeschön fürs Abonnieren. Kannst du meine Anfrage noch annehmen? Jo, gerne. Mario Tennis Aces. Ja, das Spiel habe ich jetzt nicht so sehr gefeiert, muss ich sagen. Hört ihr eigentlich draußen irgendwas? Gut. Oh, das ist echt heute hier. Das ist sehr still draußen heute hier, ey. Ich lausche mal meine Ohren. Hallo? Angenehme Luft und einfach nichts los draußen. Nichts los draußen. Tote Hose. Gut, ich wohne jetzt auch nicht direkt im Zentrum, deswegen, aber trotzdem, es ist sehr, sehr beruhigend draußen, muss ich sagen. Es ist sehr schön. Ah, aber ich sehe gerade durch das Fenster aufmachen, wie mein Bildschirm dreckig ist, Alter. Das gefällt mir aber nicht. Oh, du Scheiße. Ja, gut. Das sind ein paar mehr, als ich dachte. Eieieiei. Eieieiei. Hat der Mario Kart? Ist ja ganz, ja, wunderbar. Ah! Na super, dann darf ich erstmal Leute löschen kurz, ja. Und, ach ja, vorhin hatte ja jemand gefragt, und zwar, warum ich hier in Zelda nur 3 Spielstunden habe. Ne, 2. Das kann ich euch beim besten Willen selber nicht sagen. Dieser Zähler hier ist verbuggt. Ich habe das Spiel am Launch-Tag am 3.3. gekauft. Und ich hatte da locker nach ein paar Wochen 30, 40 Stunden. Dann war meine Switch kaputt. Sie war in der Reparatur. Der Spielstand, alles war weg. Alle Daten waren weg. Aber die Spielzeiten wurden gespeichert auf dem Nintendo-Account. Bis auf Breath of the Wild. Dieser Spielstand, oder besser gesagt, diese Zeitangabe ist seitdem verbuggt. Jedes Mal, wenn ich dieses Spiel starte, ist der Spielstand wieder bei 0. Ich habe keine Ahnung, warum. Jedenfalls, jedes Mal, wenn ich dieses Spiel starte, wird die Spielzeit von diesem Game jedes Mal resettet. Ich habe keine Ahnung, warum. Nur bei diesem Spiel. Bei allen anderen nicht. Das ist irgendein Bug, jedenfalls ist es so. Und kann das auch nicht ändern. Und deswegen steht da 2 Stunden. Das ist vom letzten Stream am 3.3. Da haben wir das Spiel einmal gespielt und deswegen sind da 2 Stunden. Es ist sehr komisch. Ich verstehe es nicht. Ja. Das ist sehr komisch. So, komm, Igel, löschen wir den mal. Wir müssen ein bisschen aufräumen. Ah. Und moin an Janis007. Hi, Pius. Wie geht es dir? Mir geht's optimal. Und dir? Moin. Anfrage halten. Sehr schön. Ich meine, allgemein auf YouTube ja auch sehr gut. Neuer YouTuber. Sehr schön. Ja, ich bin jetzt seit, bald 7 Jahren auf YouTube unterwegs. Voll krass, ne? Bin alt geworden. Alter, wie viele Anfragen kommen denn da? Hilfe! Pius, ich hab dich abonniert. Danke dir. Willkommen auf dem Kanal. Willkommen. Hier gibt es einiges zu Mario und natürlich auch bald zu Animal Crossing. Es lag unter meinem Bett. Ja, moin. Ja, moin. So, das ist ja hier dummer Boblin. Damit ich sie nicht lösche, wird er mal hier bester Freund und so. So, nehmen wir den mal. Der sagt mir jetzt gerade vom Namen her nichts. Ich muss ja ein paar löschen, damit ich neue Anfragen annehmen kann. Das Limit ist ja leider nur bei 300 und das ist ja sehr schnell voll. Ja. Ich versuche dir die ganze Zeit eine Freundschaftscode zu geben. Ja, was meinst du? Mich adden oder was? Das sollte eigentlich funktionieren. So.
Wie lange ist der schon drauf? Ja, auch schon ein bisschen. Tschüss. Snapebob, moin, hallo. Cool, dann bleibe ich ja optimal. Wäre ja auch traurig, wenn nicht, ne? Weine ich den ganzen Tag. So. Ja. Löschen wir das FBI. Tschüss. Ich werde hier nicht mehr überwacht, Leute. Pius hat einfach einen Speedrun gemacht. In was? Ich habe schon öfters einen Speedrun gemacht. In Mario Bros. U Deluxe. Ja. Oh ne, nicht schon wieder rot, ey. YouTube. Nein, nicht schon wieder rot. Oh, so ein Dreck. Jetzt kackt das schon wieder ab, ey. Tut mir leid, Lodi. Aber jetzt ist wieder grün. Keine Ahnung. Heute haben wir welche Einbrüche die ganze Zeit. Ich weiß nicht warum. Also wundert euch nicht, wenn der Streamer kurz weg ist oder so. Ja, heute sind viele zu Hause. Allgemein nehme ich mal an. Und deswegen sind da wohl öfters mal welche kleinen Einbrüche, weil das Internet allgemein heute relativ belastet wird, wie man sieht. Oh Gott. Okay, alle kann ich jetzt nicht annehmen, sorry. Ich versuche... Nein! Die Anfrage ist von 3 Jahren. Stopp! Stopp! Das wollen wir nicht. Wir wollen aktuelle annehmen. Pius 1-0 für FBI. Ja, ich bin Profi. So, warte mal. Wer ist denn jetzt hier neu? Komm, lade bitte. Das ist alt. Oh, wie das Laden tut, ey. Okay, das ist jetzt neu. Hast doch Mario Kart. Sehr gut, Tobi. Moin. Bin Hü Gamer, okay. Bist du Gamer? Hey, ich hab dich doch schon längst geaddet, oder nicht? Was? Jetzt ist der Akku leer. Ich könnte ausrasten. Oh, jetzt brauch noch hier, Aufladekabel. So, komm mal her. Ich nehme das vom Handy. So, gucke mal an. Wir schaffen das. Obwohl das Kabel ist... Nein, das ist verloren. Kurz, Hilfe. Habt ihr ein langes Kabel, Leute? So, warte mal. Mach mal ein bisschen Beruhigungsmusik an in der Zeit. Und ich suche kurz ein Kabel. So, Kabel, komm her. Was ist denn das, ey? Braucht das längste, was ich habe. Was ist denn das? Kabel! Ah, hier. Oder? Wir haben es gefunden. Sehr gut. Das wollte ich sehen. Warum muss der Controller auch jetzt gerade leer gehen, ey? So. Guck mal. Wunderbar. So, guck mal an. Sehr gut. Es funktioniert. Optimal. Längste. Logo-like, moin. P gleich Pius, nicht Profi. Ey. Kannst du meine auch annehmen? Jo, ich guck gleich mal. So, das ist wieder die alte. So, wenn... hier sind ja einige. Ui, ui. Wieso bist denn du nicht mehr auf meiner Liste? Du bist doch gefühlt schon seit 3 Jahren auf dem Kanal. Die Musik, die stört mich jetzt so ein bisschen gerade. Die, weiß ich nicht. Die ist mir ein bisschen zu aufregend. Nehme das. Kannst du meine annehmen? Mache ich jetzt gerade. Hast du auch eine PS4? Nee, habe ich leider nicht. Ich dachte immer so, ja, ich kaufe mal eigentlich irgendwann eine, aber hatte dann irgendwie nie angeboten. Weil ich immer dachte... Demnächst kommt ja eh eine neue Konsole, ne, die PS5 und so. Kam dann ja immer noch nicht, ne? Ein bisschen blöd das Ganze. Ja. Aber die PS5 möchte ich mir eigentlich mal irgendwann kaufen. Wenn die denn dieses Jahr noch rauskommt, ne? Ich heiße Julian, nur zur Info, alles klar. Warte, ich schicke dir mein Ladekabel irgendwo nach Hamburg. Jo, einmal bitte per DHL Express. Marius, moin. Der Streamer auf einmal offline. Ja, irgendwie jedes Mal, wenn ich Anfragen annehme, kackt der Stream ab. Was ist denn da los, ey? Ist schon wieder rot. Ach Mann, was ist denn das? Ich kann keine Anfragen annehmen, oder was?
Ich gehe hier raus und das Spiel wird grün. Willst du mich verarschen? Oh, Leute, ich habe eine Idee. Kann jemand von euch die Anfragen annehmen und mir dann joinen? Jedes Mal, wenn ich Anfragen annehme, leckt der Stream. Was ist das denn? Das kann mir auch keiner erklären. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Warte mal, wir machen noch einen Versuch hier. Warte mal. Anscheinend ist das so aufwendig hier, das Ganze. Hat er die jetzt angenommen oder nicht? Ja, anscheinend schon, ne? Ich blicke nicht durch. Hä? So, warte mal, jetzt gucke ich ganz genau hin, ob das wieder runter geht. Wir gucken hin. Nee, jetzt ist jetzt grün geblieben. Oha. Oha. Was ist denn hier los? So, ich nehme jetzt ein paar an und dann fangen wir erstmal an. Ihr könnt euch auch gerne untereinander adden, damit ihr dann über andere rein joinen könnt. Weil ich kann das hier nicht jeden annehmen. So viele Plätze habe ich leider gar nicht. Wer möchte denn auch unbedingt angenommen werden, damit ich auch weiß, dass er jetzt gerade hier im Stream ist? Ja. Also, bei mir hat es geklappt. Aha. Ich habe Mario Kart 8. Optimal. Ich hoffe aber auch Deluxe, ne? Deluxe. Adin, deine, wie heißt denn du hier? Ah, ich sehe dich schon. Adin TT. Komm ran. Okay, wir nehmen noch drei Leute an. Drei nehmen wir noch an, Leute. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Und wer kennt diese Musik, Leute? Ich hoffe, ihr kennt sie alle. Nehmen wir mal den. Der ist gerade neu dazu, glaube ich, oder? Nee. Hm. Sam sagt mir jetzt gerade gar nichts. Ist auch schon. Ja, okay, der ist noch nicht so lange drauf. Und der? Ja, der ist schon lang drauf. Donkey Kong, sehr gut. Sehr gut. Ich habe Mario Kart 8 Deluxe zu Weihnachten bekommen. Erst jetzt, okay. Bisschen spät. Sagt mir jetzt auch nichts hier, der Heini. Spielt auch nicht so aktiv, würde ich mal sagen. Deswegen, tschüss. Donkey Kong Returns. Ja, hast du recht. Das ist so geil. Auch ein sehr schönes Spiel. So, nehmen wir den mal hier. Oh, der spielt sehr viel Splatoon, aber ist auch schon lange drauf. Ich muss gehen. Alles klar, hau rein. Tschüss, schön, dass du da warst. Hau rein. Musik ist geil, ja. Und das hier ist auch ein schöner Track, muss ich sagen. Na komm. Als ob der Spiel wieder laggen tut, Junge. Das kann doch mir keiner erzählen. Das kann mir keiner erzählen. Ich kann keine Anfragen annehmen. Wenn ich eine Anfrage annehme, leckt der Stream. Das ist so eine Scheiße. Das geht nicht. Was ist denn da los? Mann, ey. Das können wir auf jeden Fall irgendwie heute nicht machen. Da fällt mir nichts so ein. Es macht keinen Sinn. Oh Mann, ey. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an. Vielleicht kriegen wir die Lobby auch so voll. Ihr seht's ja irgendwie. Jedes Mal, wenn ich eine Anfrage annehme, laggt der Stream. Ich kann online spielen in Splatoon ohne Lags, aber wenn ich eine Anfrage annehme, dann bricht hier die komplette Leitung zusammen. Das kann mir keiner erzählen, ey. Was ist das denn? Was ist das denn, ey? Das ist ja wirklich lächerlich. Ich kann online spielen, aber wenn ich eine Anfrage annehme, dann ist ganz schnell Ende. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah. Okay. Das ist halt wirklich irgendwie sehr, sehr komisch.
Am besten, ich habe es ja wie gesagt gerade gesagt, am besten addet ihr euch untereinander. Zum Beispiel Dilshan, möchtest du wieder ein paar Leute adden oder so, damit sie über dich joinen können? Das können wir gerne so machen. Weil wie du ja siehst, irgendwie, wenn ich Anfragen annehme, dann leckt der ganze Stream. Das ist ja irgendwie nicht Sinn der Sache. Das ist halt davon, dass es hier immer noch Leitungsprobleme gibt. Die dann endlich mal gelöst werden sollen. Morgen kommt ein Techniker vorbei, der reißt die Straße auf und dann sollte das hoffentlich alles funktionieren. Ja. So, wir haben jetzt hier drin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, optimal. Lobby ist voll. Ey, jetzt bin ich nicht in der FL. Tut mir leid, machen wir später, okay? Jetzt fangen wir erstmal mit einer Runde an. Wollen wir jetzt Maokan 8 Battle Royale spielen? Wollen wir das machen, Leute? Und zwar, wenn wir das einmal machen, dann erkläre ich euch das einmal ganz kurz. Und zwar, bei Maokan 8 Battle Royale geht es darum, dass der letzte pro Runde rausfliegt. Der muss dann aus der Lobby rausgehen und darf nicht mehr rein joinen. Also angenommen, wir fangen jetzt an und wir haben 12 Spieler. Der 12. am Ende geht dann raus. Da haben wir noch 11 Spieler. Und in der nächsten Runde muss dann der 11. raus. Und dann der 10. danach der 9., der 8., der 7., der 6. Und ja, irgendwann haben wir einen Sieger. Und damit das hier möglichst gut funktioniert, stellt ihr jetzt am besten einmal alle bei den Nutzereinstellungen das Nachjoinen aus. Ja. Das machen wir hier. Online-Status sehen keiner. Dann kann euch keiner mehr reinjoinen und wir haben das beste Spielerlebnis hier in der Mario Kart 8 Lobby. Stellt das mal bitte einmal alle im besten Fall ein. Und dann fangen wir gleich an. Und PowerCheck, deine Anfrage kann ich dann später annehmen. Jetzt fangen wir gleich erstmal an und dann gucken wir weiter. Und ja, wir können gerne 200er machen. Ja, ist kein Problem. Und Skelett. Ah, nee. Rennen. Ja, klar, rennen. Ja. Bin leider weg, alles klar. Hä? Erst willst du, dass ich deine Anfrage annehme, dann gehst du. Okay, dann tschüss. Menno, ich würde auch sehr gerne mitspielen, aber es gibt ein Problem. Ich habe keine Switch. Oha. Ja, Maya, dann musst du dir aber dringend mal eine kaufen. Hab schon, okay. Gut, dann fangen wir mal an. Los geht's. Mit 200er. Ohne Teams. Standard. Ohne CPUs. Und wir machen 12 Rennen. Nach 12 Rennen haben wir einen Mario Kart 8 Battle Royale Sieger. Los geht's. Ich hoffe, es klappt alles und jeder hält sich an die Regeln und geht raus, falls er Letzter wurde. Ja. Das wäre ganz gut, dass das Ganze diesmal ein wenig klappen tut. So. Und wir nehmen zum Einstieg eine... Ja, Hafenstadt, ne? Hamburg! Zeus Hafenstadt ist toll. Ist eine sehr, sehr schöne Strecke. Ja. Wir lieben alle Zeus Hafenstadt. Ist eine sehr, sehr coole Strecke. Und ich mache gerade mal ein paar Sachen, um das Internet ein bisschen zu fixen. Und zwar zu Sachen wie Discord schließen. Unnötige Browserfenster schließen. Alles schließen, was nicht nötig ist. Um das beste Interneterlebnis zu garantieren. Für die Qualität. Für den Stream. Genau. Ich spiele gerade Super Mario Odyssey. Ja, Gönnung. Ach du Scheiße. Das ist schnell. Oh, shit. Ich hoffe, das Ganze... Ey, danke schön fürs Abonnieren. Ich kann gar nicht gucken, aber danke dir auf jeden Fall. Willkommen bei Team Toad. Hier geht es hier zu Mario. Und bald auch zu Animal Crossing. New Horizons. Ab dem 20. März. Also Freitag. Spätestens da werden wir anfangen. Und ja, also
ich sag mal so, spätestens am Mittag, Nachmittag oder am liebsten auch gerne um 0 Uhr. Ich bin mir da noch nicht so sicher, wie ich das Ganze mache. Ich habe das Spiel halt vorbestellt und so. Und ja, ich hoffe, das kommt auch an und so. Der Release ist ja alles so ein bisschen schwierig diesmal. Wegen dem Virus und so. Ich wollte ja eigentlich diese Woche jeden Nachmittag in den Laden gehen und gucken, ob ich irgendwo das Spiel finde, ne? Wie man das so macht als Nintendo-Fan, aber ja, das kannst du ja vergessen dieses Mal. Also ich mach's nicht, ne? Ich habe jetzt keine Lust, mich da jetzt irgendwie unnötig irgendwo anzustecken, um dann am Launch krank zu sein. Das, nein. Das kriege ich nicht ein, das Risiko. Bleibe ich halt zu Hause und warte wie ein netter Toad auf das Game, bis das bei mir eintreffen tut. Am besten am Donnerstag. Und so, Junge, dir schon ist vorne, okay. Und das war Runde 3? Was? Okay. So, Runde 3. Und ich bin dritter Platz, sehr gut. Und raus muss der HyGamerX2. Du bist letzter geworden, deswegen musst du jetzt leider die Lobby verlassen. Und damit ist die erste Runde zu Ende. Noch 11 Rennen. Aha. Noch 11 Rennen, Lodi. Und wie ich sehe, hat der Stream auch wunderbar geklappt, ne? Ja, keine Probleme, sehr gut. Bin ja sehr froh, dass das Ganze noch funktioniert überhaupt. Weil, ja, 7 Mbit Upload ist jetzt nicht so geil. Und ich bin deswegen heilfroh, dass das Ganze überhaupt noch funktioniert. An dieser Stelle muss ich das auch mal sagen. Also es funktioniert ja größtenteils. Warum ich jetzt online spielen kann, aber keine Anfragen annehmen kann, ohne dass der halbe Stream zusammenbricht. Ja, das ist mir ein Rätsel. Also das kann mir, glaube ich, keiner erklären. Warum eine Anfrage annehmen mehr Internet verbraucht, als mit 11 Leuten online zu spielen. Das kann mir keiner erklären, oder? Kann man... Was? Wann kann man wieder rein? Nach den 12 Runden, mein lieber Marius. Dann haben wir nämlich einmal Battle Royale fertig, ja? Nach den 12 Runden, dann darfst du rein. Vorher bitte nicht joinen, dankeschön. Weil sonst haben wir wieder zu viele Spieler und wir wollen ja, dass es pro Runde einer weniger wird. Erster Platz hier für den King, sehr gut. Ja gut, jetzt bin ich zweiter. Hammer Bro ist vorne, das gefällt mir nicht. Views, hast du denn Maiden Smash? Ich mag da ganz gerne den Meta Knight. Den spiele ich ganz gerne. Wenn ich dann mal Smash spiele, alle 250 Jahre, dann nehme ich meistens Meta Knight. Oh, shit. So, jetzt müssen wir aufpassen. Wir dürfen höchstens 10. werden. Der 11. fliegt raus. Ja, müssen wir aufpassen, dass uns das nicht passiert. War da nicht gerade ein Stachy oder bin ich jetzt blöd? Wieso bin ich so schlecht? Tja, musst du ein bisschen mehr üben. Oder sie kaufen meine Lernkurse. Wie wird man ein guter Mark 8 Spieler? Jetzt für 19,99 €, oder? Schlagen sie zu. Meine Lernkurse. Hä? What the fuck? Toller roter Panzer. War der aus Schi... Ah ja! Achso. Okay. Hab jemanden getroffen, sehr gut. Oh no. Ui! So, letzte Runde. Bitte kein Betrug. Und let's Dom. Moin, willkommen hier im Stream. Grüß dich. Herzlich willkommen. Oh no, na, was? Oh shit. Okay, jetzt wird es langsam kritisch. Wir sind 8. Wir dürfen höchstens 10. werden, Leute. Jetzt sind wir raus. Oh nein, wir haben ihm geholfen. Okay, wir sind 7. Okay, alles gut. Alles gut. Alles gut. Nice. Meta Knight ist auch mein Main. Yeah. Ja, ich mag ihn sehr gerne. Seine Attacken sind schon ganz geil. Und ich sehe gerade, wir sind hier 4 Toads. Ehre. Wird die Runde jetzt auch beendet oder? Was ist da los?
Weil irgendwie sind zwei ja auf der Karte ein wenig. Ja! Ja gut! Na, Subi! Geil, 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 geil! Oh no, ey! Ja, super! Das heißt wohl für mich, wir müssen eine neue Lobby aufmachen. Und deswegen muss ich erstmal ganz kurz wieder das Ding online machen. Chat, was meinst du mit Chat? Läuft da alles oder nicht? Ja, also hier läuft alles. Wiederhol mich schnell, jo. So, ist wieder offen. Kommen Sie herein. Am besten dieselben von eben. Das wäre ganz nett, wenn ihr denen, die eben drin waren, die Chance lässt, wieder reinzujoinen. Ja? Das war ja so nicht so natürlich nicht geplant. Und Anfragen nehme ich danach dann an. Wir machen die Lobby, die Runde erstmal fertig. Ja. Lenny, hi Pius, moin. Willkommen im Stream, wurde gekickt. Ja, keine Ahnung, was das jetzt für ein Fehler war. Ein bisschen merkwürdig das Ganze. Was auch immer da los war, ey. Betrug. Da kommen die ersten. Hallo. Moin, meine Freunde. Guten Tag. Moin. Hallo. So. Wir sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. 3 können noch reinkommen. 3 können noch kommen. Und dann geht's los. Ja. Welchen Kuchen isst du am liebsten? Würde mich echt interessieren. Kuchen, Sahnekuchen ist ganz geil. Käsekuchen. Eigentlich ja alles, ne? Ja gut, was heißt alles? Vieles. Käse ist geil, Sahne ist geil. So Erdbeerkuchen, Apfelkuchen. Ja, alles sehr nett, ne? Diese vier so. Kennt ihr diese Benjamin-Torte? Diese Geburtstagstorte mit Benjamin. Diesem Elefanten. Die finde ich mega geil. Die feiere ich richtig. Ich mag die so gerne, ne? Ich habe die original zu meinem 18. Geburtstag, letztes Jahr, ne? 7.7., ne? Da habe ich die original, hat meine Mutter die nochmal gekauft, weil ich mag die so gerne, ne? Das ist so Erdbeercreme und so ein bisschen Eis ist da drauf und so, oh, ich finde die super, ey. Paul TV, moin! So, wie viel sind wir jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich sehe hier 11, Leute. Einer kann noch rein. Ja, die hatte ich auch immer am Geburtstag. Ich finde die so nice, ne? Ich finde die so super. Ich mag die so gerne. Wer bist du? Ich bin jetzt 18. Und in 4 Monaten 19. Also am 7.7. Genau. Oh, ich liebe diese Torte. Wie heißen die? Benjamin-Torte, ne? Ich glaube, ich kaufe die mir nochmal, ey. Oh, ich finde die super, ey. Oh, die mag ich so gerne. Oh, ist die geil. Ist die geil, ey. Jetzt lädt das Bild noch nicht mal, ey. Ich raste aus, ey. Ich will ein Bild laden. Ah ja, hier. Warte mal. Zeigen das mal eben. Damit ihr alle wisst, wie die aussieht. Keine Werbung an dieser Stelle. No Werbung. Aber ich liebe diese Torte. Die hier. Mit so, hier, Erdbeersahne. Hier so, und auch ein bisschen Eis ist das, glaube ich, oder so. Oh, ich finde die super. Ich finde die super. Oh, ist egal. Oh mein Gott. So, sehr schön. Die ist super. Gut, 12 warten, okay. So, dann ganz wichtig, Leute. Und zwar, erstmal macht ihr am besten alle einmal die ganze Lobby hier auf privat. Geht dazu in die Einstellungen. Und dann auf Online-Status keiner. Damit uns keiner nachjoinen kann. Damit wir dann ordentlich die 12 Runden spielen können. So, 200er, 12 Rennen, optimal. So.
Okay, los geht's. Bin wieder zurück, ja, sehr gut. Willkommen zurück. Hab leider nur einmal in meinem Leben die gegessen. Was? So, Toads Hafenstadt. Und für alle, die jetzt hier neu sind, der Letzte in jeder Runde muss die Lobby verlassen. Nach 12 Runden haben wir einen Sieger. Wie in Battle Royale halt üblich. Einen Sieger und alle anderen sind raus. Und ja, so ist das auch heute. Nach der Runde muss einer von euch gehen. Ja. Ich hoffe, das ist klar. Und bitte joint auch keiner hier nach. Ja. Und falls ich rausfliegen sollte, ich bleibe natürlich in der Lobby drin, weil wenn ich rausgehe, ist die Gruppe geschlossen. Deswegen muss ich drin bleiben, weil, ne, macht Sinn, ne? Ich spiele aber dann nicht mehr mit und fahre einfach nur noch random rum und gucke mir an, wer am Ende siegen wird. Ja, bye, ich muss essen gehen, bis später. Hau rein, Tim, und guten Appetit dir. Ja, ich esse heute erst abends, deswegen... Ich habe Zeit ohne Ende. Und ich hoffe, ihr auch, ne? Wir spielen heute noch verschiedene Spiele. Angefangen mit Splatoon. Jetzt ein bisschen Mario Kart. Und dann später, keine Ahnung, dieses Scribble.io oder so, dieses Zeichnen und so. Können wir gerne machen. Oder Stadt, Land, Fluss. Alles möglich. Also, ich habe Zeit und bin da heute sehr offen. Oder irgendein GameCube-Spiel oder so. Mal gucken. Mal gucken. Wir haben ja gerade erst eine Stunde rum. Eine Stunde gerade mal erst. Und ja, wir fangen jetzt gerade an. Das geht noch ein bisschen. Wir schaffen das. Na, ich bin jetzt gerade 10. Das ist gar nicht geil. Aber jetzt Feuer! Es brennt! Als ob ich einfach keinen getroffen habe. Laber nicht. Das kann mir keiner erklären. Wow! No! Meine Freundin nervt auf WhatsApp. Oha. Dann sagt ihr... Die soll in den besten Stream reinkommen. Und zwar bei Pius. Lad sie ein, hierher. Wäre doch optimal, oder nicht? Hat sie was zu tun? So, 5. Und ein bisschen Pilzpower. Oh, ist das geil. Scheiße. Oh no. Okay. Was ist denn hier los? So, weg damit. Stachi, nein! Oh, Junge. Wie ich fliege in der ersten Runde raus, ne? Dann verlasse ich den Raum, ey. Nein! No! Bin schon 9. Hilfe. Sie hat kein YouTube. Oha. Ja gut, die kann auch so zugucken. Da musst du kein Konto für haben, aber... Ja, ohne YouTube ist schon ein bisschen belastend. So, komm. Wir schaffen das. 7. schon. Sehr geil. Nein! Oh, was war das denn? Okay, 7. Wunderbar. Ich bin drin und raus muss in dieser Runde der Adrian TT. War schön mit dir, aber für dich endet das jetzt erstmal die erste Runde. Kannst dann später wieder rein joinen, falls wir eine zweite Gruppe machen. Aber jetzt ist erstmal Schluss für dich. Ja. Tschüss. Viel zu heiß hier. Wo ist Winter oder Herbst? Ja, ist echt warm hier heute. Warte mal. Ich guck mal, wie viel Grad wir haben. Warte mal, Cookie. Und wir haben hier wie viel Grad gerade? Wie geht's euch? Mir geht's wunderbar. Wir haben jetzt gerade in Hamburg, habe ich jetzt hier gerade so 10 Grad. Es fühlt sich aber noch mehr an. Es ist schon ziemlich warm hier, muss ich sagen. Ja, schon ziemlich warm. Sie hat kein YouTube WTF. Ja, so welche Menschen gibt es immer noch. Ich möchte ruhig den Stream gucken, aber meine Freundin auf WhatsApp nervt mich. Ja, lassend. Bei mir sind es 7 bis 10 Grad. Ja, bei mir sind es gefühlt 10 bis 15 mindestens. Und what the fuck? Hä, was geht denn jetzt ab hier? Hä? Was zur Hölle? Was?
Hä, warum fahren die denn nicht? Oh Mann, schon wieder DC. Ach komm. Das ist doch scheiße. Oder? Hä? Ein paar fahren, ein paar nicht. Sind die infiziert oder was? Fehler bei der Datenübertragung. Was zur Hölle? Ach Mann, das ist doch echt Käse heute schon wieder. Also irgendwie Battle Royale ist irgendwie immer scheiße. Irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer, ey. Mano. Was soll denn das? Alex62. Moin, willkommen hier im Stream. Grüß dich. Willkommen an diesem wunderschönen Montagmittag um 13.16 Uhr. Guten Tag. Ja, belastend. Dann müssen wir gleich mal gucken, was wir jetzt machen. Vielleicht kommt der automatisch wieder rein oder so. Wir müssen mal gucken. Ist ja ein bisschen doof jetzt schon wieder. Ach man, wieso können wir keine einzige Runde mal vernünftig zu Ende spielen? Irgendwas ist immer. Da haben wir irgendeinen Witzbold, der nicht rausgeht und so. Irgendein Hacker oder so. Irgendwas ist immer, ey. Zum Heulen. Ich bin sogar Erster. Arrow Internet.exe ist nicht gut. Ja, abgestürzt. Smash. Mal gucken. Da ist das ja mit Internet noch ein bisschen kritischer, wenn das nicht funktioniert. Muss ausgerechnet jetzt essen. Uff. Ja, aber Bro, guten Appetit dir. Uff. No. Okay, so. Ewi ging das Rennen ja doch weiter, ne? Und raus müsste jetzt TT Mario. Mal gucken, wie das jetzt aussieht in der Lobby. Mal gucken. Mal gucken, so. Wie sieht es jetzt hier aus? 4 Leute! Nein, es geht direkt los! Oh Gott! Ja, moin! Ja gut, wisst ihr was? Dann machen wir die Runde jetzt zu Ende. Und zwar noch 2 Runden, ne? Dann sind alle fertig und dann gucken wir mal. Okay, machen wir das jetzt zu Ende hier und dann machen wir eine neue Runde. Da haben wir wenigstens einen Sieger vielleicht. Das ist aber lustig. Oh Mann, Billala weg, muss Mama beim Essen helfen. Ja, okay, alles klar. Viel Spaß dabei. Ja, dann gucken wir jetzt mal, wer jetzt von uns dreien hier gewinnt. Oder 4 Leute, ne? 4 Leute sind wir. Alle anderen mussten los. Sind zu viert, ey. Oh Mann, ey. Ja, und Vierter darf ich nicht sein, sonst bin ich direkt draußen. Also, ein hartes Duell jetzt hier. Ich muss mindestens Dritter werden, sonst ist hier Schicht im Schacht. Ganz dringend. Oh no. Beide dich tot. Mauermaker 2 oder Smash danach? Also ich hätte jetzt erstmal mehr Lust auf Mauermaker, wenn ich ehrlich bin. Wollen wir wieder ein paar Level von euch spielen oder so, hätte ich mal wieder Bock drauf. Hab nämlich schon ewig keine Level mehr von euch gespielt, deswegen... Ich hätte mal wieder Lust, ein paar Level zu spielen, deswegen... Gerne ein wenig Mario Maker, oder? Habt ihr ein paar Level für mich oder habt ihr keine mehr gebaut? Also, ich hätte da nichts gegen. Bisschen Mario Maker oder so. Level spielen, Online-Modus, aber jetzt erstmal Mario Kart zu Ende machen. Ja. Und dann sehen wir bald weiter. Ich bin jetzt stabil Zweiter. Irgendwie sind die anderen ein bisschen weit hinten. Keine Ahnung, was hier irgendwie los ist. Sehr komisch. Ein bisschen merkwürdig. Als ob kein Item. Ich hätte noch Level optimal. Ich hätte 2 optimal. Aber bitte immer erst 1 einsenden nur. Aber das klingt ja schon mal ganz gut. So. Okay, die Lobby, die Runde ist irgendwie komisch. Irgendwie ging hier nicht so viel. So, Zocker Joe ist draußen und jetzt sind wir auch schon im Finale, ne? Nee, im Halbfinale. Was ist denn da heute los, ey? Und dann machen wir wieder eine neue Lobby auf. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
So, komm. Trotz Hafenstadt, Junge. Und einer muss jetzt raus, sehr gut. So, Halbfinale. Wer wird gewinnen? Ich habe 2 Level für dich, sehr gut. Lautet der Freundescode, den kriegst du gleich, würde ich sagen. Jetzt gerade erstmal nicht, jetzt sind wir noch am Spielen. Eieiei. Hab auch ein sehr kreatives, ein Lachs-Level. Der Latz, man kennt ihn. Ein sehr schöner Lachs, ja. Muss er los, Cyber, Homework machen, viel Spaß. Hau rein, Bruder muss los. Dein Name passt ganz gut. Du bist in der Gesamtwertung auf Platz 1. Ja, ich bin einfach Profi, ne? Steve, ich bin Profi. Ist einfach so. Na gut, jetzt gerade nicht. Ich bin gerade Dritter und Letzter, aber hey, das wird. Das wird. So, guck mal an. Nein, Item verpasst. Shit. Nicht gut. Ich habe kein Level. Oha, Dishan. Am Anfang hast du ja voll viele gebaut und so, aber anscheinend ist dein Hype gestorben. So, komm. Pilz, okay. Aber irgendwie bekomme ich hier nur Scheiße. Nur Dreck. Ohne Ende. Ja, schon besser. Ja, schon besser. Pilz. Komm, jetzt wird's geil. Come back. Ich. Nein! Oh, geil. Jetzt ist Ende hier für dich. Ich werde siegen. Ohne Item. Ha! Louis, du bist draußen. Raus aus meinem Haus. Pius hat gesiegt. Und jetzt, Leute, das krasse Duell. Dario versus Pius im Mario Kart 8 Battle Royale Finale. Pius versus Dario auf Toads Hafenstadt. Komm. Leute, feuert mich an. Feuert mich an. Und zwar feuert ihr mich an, indem ihr mir einen Pilz sendet. Gebt alle jetzt einen Pilz in den Chat, Leute. Team Pius muss gewinnen. Team Toad gegen Dario. Ich will jetzt eure Pilze sehen. So, Finale. So, wir sind sehr gespannt hier. Finale. Ich muss mich konzentrieren. Dario muss verlieren. Nicht gewinnen, verlieren. So, da kommen die ersten Pilze, sehr gut. Panzer? Schade. Okay, ich habe gebremst und jetzt durch hier. Nein! Oh, Junge. Das war knapp. Komm, treff ihn. Oh, scheiße. Er ist vorne. Was soll ich damit? So, er kann immer sehen, was ich habe. Das ist ein bisschen das Problem. Wenn er in den Stream gucken tut. Bubble. Pilze, Deluxe-Fische. Ja, sehr gut. Scheiße. No! Was passiert hier? Oh Mann, warum bist du so weit vorne? Ich habe ihn getroffen, sehr gut. Ach du Scheiße. So. Pilz ist gut, okay. Scheiße, Straßenbahn, geh weg. Warum ist der so weit vorne? Ich hole den gar nicht mehr ein, ey. Mano. Was soll ich damit? Och, Mann. Wir haben auch nur Scheiße, ey. Als ob ich damit irgendwas holen würde. Jetzt kann ich noch nicht mal 2 Items nehmen, geil. Ach, nee. Schade, oh Mann. Hab auch nur Dreck bekommen. Nur Items, die mir nichts bringen. Außer jetzt die 2 roten Panzer, aber ja.
belastend. Das war sehr belastend. Okay. Dario hat gewonnen. Glückwunsch. Pizza, du schaffst das. Leute, ich heiße jetzt Pizza. Oh, schade. Leider verloren, ja. Belastend. Belastend. Danke trotzdem für eure Pizza, Leute. Und Fische. So, neue Runde. Neue Runde, neues Glück. Ich weiß gar nicht, ob mir das trauen soll, Anfragen anzunehmen. Dishan, bist du da? Oder Hammer Bro? Bist du da? Ja, du bist da. Könntest du vielleicht ein paar Anfragen annehmen? Ich habe nämlich Angst, jetzt wieder anzunehmen. Dann kackt wieder der ganze Stream, aber habe ich jetzt irgendwie keine Lust drauf. Hammer Bro, kannst du für ein paar Leute Anfragen annehmen und dann joinst du rein und dann können die auch joinen. Das wäre ganz geil, wenn du das machen würdest. Trau dich. Nee, ich will nicht schon, wie das abstürzt. Irgendwie stürzt es ja immer nur ab, wenn ich Anfragen annehme. Das ist das Belastende. Okay, ja. Ja, schick gern mal, Hammer Bro, hau mal bitte deinen Freundescode rein und dann schicke ich den hier ins Layout hier rein und dann schick die ihm bitte eine Anfrage erstmal und beim nächsten Mal dann, wenn es dann wieder funktioniert vernünftig, dann nehme ich euch gerne an. Ja, wenn der Stream kurz abkackt, ist doch egal. Ja, kurz ist okay, aber ich will ja mehr als eine annehmen, weißt du, dann ist ja im Grunde so die nächsten 5 Minuten alle 5 Minuten tot und ab und zu für 10 Sekunden wieder da. Das ist nicht das Ziel jetzt hier, was ich habe. Deswegen, Hammer Bro nimmt am besten ein paar an und dann, genau, schickt ihm bitte eine Anfrage und dann könnt ihr in der Lobby mitspielen. Genau. Genau so. Das wäre ganz geil. Ich ändere jetzt auch ganz kurz den Code und dann schickt am besten ihm eine Anfrage. So. Da ist der Code. Wunderbar. Und dann können wir gleich auch ohne Lags hoffentlich spielen. Und auch bitte PowerCheck, du kannst zwar die ID da reinschreiben, aber bitte nur, wenn du jetzt auch mitspielst, sonst macht das jetzt gar keinen Sinn, okay? Weil wir möchten jetzt nur Leute adden, die auch gleich mitspielen wollen. Ja, genau. So, schickt ihm jetzt bitte eure Anfragen und dann können wir gleich spielen. Ist ja auch ganz praktisch. Meine Liste ist ja eh immer voll. Und ja. Ich stelle erstmal ganz kurz auf beste Freunde. Ich glaube, ich habe dich auf beste Freunde, oder? Damit du halt schon mal reinkommst, Hammer Bro. Oder? Habe ich dich auf beste Freunde? Anscheinend nicht. Ah, er müsste jetzt hier online sein eigentlich, oder? Wer ist denn du hier? Bist du nicht online? Wie jetzt blöd? Bist du online, Hammer Bro? Hab 5 angenommen, ja optimal. So, wo bist denn du jetzt hier? Oder wie heißt du hier? Ah, da, hier. So, beste Freunde, Randa. Und dann kannst du als erstes rein joinen und dann alle anderen. So. Okay. 50 Mbit Download hatte ich bis jetzt und jetzt habe ich 25. Weniger als vorher. Pius, dürfen Leute aus der letzten Runde nochmal joinen? Jo. Die ist ja abgestürzt, ja. Bis später muss Mama helfen, mach das. Hau rein. So, Hammer Bro ist drin, sehe ich. Sehr gut. Dann kann ich die Lobby jetzt ja auf öffentlich machen. So. Da. Alle Freunde. Genau. Gut, jetzt könnt ihr alle joinen, Leute. Jetzt könnt ihr alle ran da. Alle rein in die Lobby. Und Spaß haben und gewinnen. Beziehungsweise verlieren gegen mich, ja. Noch kurz die Spielregeln. Wir spielen im Mario 8 Battle Royale. Das heißt, der Letzte aus der Lobby verlässt die Lobby. Der Letzte aus der Runde geht raus und nach 12 Runden haben wir einen Sieger. Fehler bei der Datenübertragung. Oha, jetzt schon. Haben ja noch nicht mal angefangen. Toll, ich wurde nicht angenommen.
Oh, Hammer Bro, kannst du ihn vielleicht noch annehmen? Kannst ja noch mal ins Menü kurz gehen. Ich kann nicht joinen, hä? Hast du mich auf meiner Liste oder bei Hammer Bro? Darf ich noch mal mitspielen? Jo, Dario, komm rein. Komm rein. So. Ich wette, meine Switch kommt erst nach Animal Crossing. Hast du eine neue gekauft, oder was? Hm. So, aktuell sind wir schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, zwei noch. Zwei können rein. Hab keine FAs bekommen. Jo, bitte schickt Hammer Bro, das ist mein Mod hier. Bitte schickt ihm eine Anfrage. Oben links seht ihr seinen Freundescode. Dann könnt ihr auch mitspielen. Genau. Falls ihr jetzt nicht reinkommt, könnt, wir spielen das nicht zum letzten Mal allgemein. Und wir spielen heute noch einige Sachen, wo ihr mitspielen könnt. Deswegen, ja, wir gucken mal, ne? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Hä? Was? Ah ja, tschüss! Was ist das denn? Ah ja, jetzt ist irgendwie der Stream wieder am Abkacken. What the fuck, ey? Toll. Hä? Was ist das denn jetzt? Für Müll. Ah ja. Ah ja. Oh Mann! So ein Scheiß, ey. Das ist eine Belastung, ey. Warum denn? Diese random Abstürze machen keinen Sinn. Komplett rausgeflogen. Ich könnte ausrasten, ey. Das ist so ein Bullshit, ey. Leute, am besten, ich mach mal kurz eine Änderung. Und zwar, ich stell die Bitrate kurz runter. Weil ich habe keine Lust, dass das hier alle drei Minuten abstürzt. Ich stell die Bitrate kurz runter. Und dann geht's weiter hier. Bleibt im Stream, das ist derselbe Stream gleich. Ich mach kurz nur die Bitrate ein bisschen runter. Das regt mich nämlich ein bisschen auf, dass das hier heute so ein bisschen abstürzen tut. Deswegen stell ich die Bitrate ein bisschen runter. Genau, wir sehen uns gleich wieder. Ich hoffe, ihr habt das jetzt gehört. Ich stelle die Bitrate ganz kurz runter. Dafür muss ich den Stream ganz kurz beenden. Geht gleich weiter. So. Da bin ich wieder. Sollte weitergehen. Hoffe ich. Dass das Ganze weitergeht. Zumindest bin ich jetzt wieder online. Glaube ich. So, läuft. Hab's jetzt ein bisschen runtergestellt. Jetzt ist die Qualität ein bisschen schlechter. Aber dafür soll es hoffentlich ein bisschen besser laufen. Hoffe ich zumindest. Dass das Ganze jetzt ein bisschen besser läuft. Qualität ist jetzt nicht so geil. Aber das Problem sollte hoffentlich auch bald gelöst sein, wenn morgen die Techniker kommen. Ja. So. Machen wir wieder auf hier das Ganze. Läuft, optimal. So, alle wieder drin. Zumindest ein paar schon, sehr gut. Also 200 oder 150. Wir machen 200. Machen 200, ja. So. Wir haben bald die 60 Likes, Leute. Ein Like fehlt noch. Wer hat noch nicht geliked? So. Hauptsache, der Stream läuft jetzt einigermaßen. Das ist mein Ziel. Und bisher ist die Bildqualität auch ganz nice, oder? Sieht doch ganz gut aus, oder? Also, wenn ich jetzt... Ich gucke auf meinem Handy gerade ein bisschen zu. Sieht doch ganz geil aus. Grundsätzlich. Ja. Schmeckt. Dein Vater hat nicht gesagt. Ja, das kann sein. 63, dankeschön. So. Bin jetzt 8 Monate und 5 Tage VIP. Oh, danke dir, Let's Dom.
Ja, du bist schon echt lang dabei. Ehre geht raus an dich, mein Lieber. Hast einfach schon den gelben VIP-Toad. Jetzt hat einer deliked. Bruder, ich komm zu dir nach Hause. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Wir haben wahrscheinlich wieder diesen Bug, dass einer nicht angezeigt wird. Okay, so. 12 Rennen, los. Ah, nee. Ganz wichtig. Wir müssen die Lobby wieder auf privat stellen. Macht ihr am besten auch, damit hier keiner rein joint. So. Okay. Lobby auf privat. Bin mal kurz weg, alles klar. So. Dann fangen wir gleich an. Wir machen eine demokratische Abstimmung. Womit? Achso, dann 150. Ja, 200 ist geiler, weil das geht ein bisschen schneller, weißt du? Bei 12 Rennen mit 150 dauert ein bisschen länger. Deswegen mache ich 200 an, immer ganz gerne. Ja. Oder, ja, ich wäre eigentlich für 200. Oder wollt ihr unbedingt 150? Schreibt es in den Chat. Wer will 150? Wer will 200? Einfach reinschreiben jetzt und dann gucken wir mal. Mama hat mich erwischt beim Spielen. Oha. 50. Nein, 50 nicht. So, die ersten zwei schreiben 200. 150 mache ich mit meinen Händen, zähle ich jetzt mit. Zwei sind für 200, einer ist für 150, okay. Der nächste für 200. 159, auch ganz gut. Dir schon bitte nur einmal schreiben. Das verfälscht das Ergebnis. 200er, 200, 150, 150. 169, auch ganz gut. Mann. Tag der Streamabstürze auf jeden Fall heute hier. Oh Mann, so ein Scheiß, ey. Jammer, schade. Irgendwie erinnert mich das an den damaligen 6-Stunden-Stream. Ja, mich auch. Wir sind schon wieder die Hälfte weg, ey. Warum auch immer. So, jetzt aber. Komm. Ich hasse es, ey. Nur weil die nur Scheiße machen, hier von der Telekom, ey. Nur weil die immer Scheiße bauen, habe ich hier scheiß Verbindung, ey. So ein Mist. Mach auf 144p, Ehre. Ja, Mann. 144p. So ein Shit. Erstmal Werbung, Lady. Das ist auch eine gute Idee. Ich mache den Stream aus, damit Werbung läuft. So verdiene ich mein Geld, Leute. So verdiene ich mein Geld. Durch Werbung im Stream. Oh Mann. So. Lobby ist voll. Wir können anfangen. Hoffentlich läuft das Ganze. Wenn das wieder abstürzen tut, dann gehen wir zum Mario Maker 2. Dann reicht es mir heute hier. Erste Sahne, Bruder. Sowas von. Bald stream ich mit Datenvolumen. Reicht mir bald hier. So. Sind es jetzt 150 oder 200? Um echt zu sein, ich habe gerade keine Ahnung. Scheiße. Was habe ich jetzt hier eingestellt? Ja, moin. Ich habe um echt zu sein gar keine Ahnung. Wie viel jetzt hier gerade eingestellt ist. Kannst du dir eine Direct vorstellen diese Woche? Nein. Das glaube ich eher weniger. Weil diese Woche kommt die Animal Crossing raus und da denke ich nicht, dass Nintendo dort eine Direct macht. Einen Tag vor. Das macht keinen Sinn. Diese Woche nicht. Höchstens nächste, aber nicht diese Woche. Bitte 50. Nein. Ich glaube, es sind 200, oder? 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 Ich bin mir gerade echt unsicher. Bin gerade ein bisschen verzweifelt. Wenn das jetzt zwei. Ja, 250. Man kennt ihn. Oder? Hä? Das sind 200er, oder? Doch, safe, oder? Ich komme gerade selber nicht drauf klar hier irgendwie. Doch, das sind 200. Doch, safe. Safe. Achter, das ist nicht so gut, aber Hauptsache nicht Elfter sein.
Nein, es ist 200. Ja, denke ich auch. Scheiße, Bomben oder so. Der Typ da vorne. Der Link, geh weg. Kugelwilli. No. Ja, das sind 200. Oh, shit. Gib Gas. Todi. Siebter. Sechster. Fünfter. Geil. Es geht hier um meinen Einkauf. Ah, sehr gut. So, und Buggin oder Bugin aus der Schweiz. Der muss jetzt leider raus. Du bist leider letzter geworden. Werbung. Ja, YouTube gönnt jetzt einfach die Werbung hier. Zweiter. Easy. Ja, ich bin auch ganz gut gewesen, oder? So, einer ist raus. Sehr gut. Und wir spielen jetzt... Ist jetzt gerade ernsthaft jemand reingejoint? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, als ob da jetzt wieder irgendeiner reingejoint ist. Kollege, raus mit dir. Oh, irgendwas ist echt immer, ey. Dann joint einer rein, dann stürzt die Lobby ab. Irgendwas ist immer, ey. Hilfe. So, wer ist da jetzt reingejoint? Fabio, was machst du da? Willst du gelöscht werden? Willst du blockiert werden, mein Lieber? Nein, dann gehst du sofort wieder raus. Mann, ey. So, Fabio zählt das natürlich nicht mit. Der, ja, den zählen wir natürlich jetzt nicht mit. Und trotzdem muss der AFD jetzt raus. Und Fabio. Der hat hier nichts zu suchen. Das war ein Bug. Hä? Ja, wie ein Bug. Hast du vorher schon mitgespielt oder was? Hä? Ich versteh's nicht. Ich bin versehentlich rausgegangen. Du? Hä? Das war gar keinen Sinn jetzt, hä? Oh. Ich blick schon wieder gar nichts hier. Ich blick wieder gar nichts hier. Ja, ich war vorhin drin. Ja, aber hä? Wir sind ja jetzt 12. Wie kannst du vorher drin gewesen sein, obwohl 2 rausgegangen sind eigentlich, hä? Ja, irgendwie ist hier immer irgendwas, ist immer. Dann stürzt die Lobby ab. Da sind wieder irgendwelche Joints, Joinerei irgendwie verbuggt oder so. Irgendwas ist immer. Du kannst diesen Modus nicht vernünftig spielen. Weil Nintendo in der Steinzeit lebt. Achter, okay. So, jetzt aber bitte einmal raus, Marco. Und damit es dann wieder passend tut, am besten auch der Gamer-Eimer. Dann hätten wir nämlich jetzt wieder 10, das wäre ganz ehrenvoll. Oder einfach, wenn jetzt 2 rausgehen würden, das wäre ganz gut. Dann kommen wir dann wieder ins Gleichgewicht. Das wäre sehr gut, wenn jetzt 2 die Lobby-Eimer verlassen würden. Am besten die jetzt eben letzter waren, das wäre sehr nett. Wann kommt Nintendo Direct? Das kann dir keiner sagen, lieber Markus. Hi erstmal. Da weiß ich aktuell auch nicht mehr als du. Und da ist bisher nicht wirklich was bekannt. So, einer ist schon mal weg. Okay, jetzt noch einer am besten. Und dann können wir das wieder ganz gesittet weiterspielen. Das wäre sehr gut. Ich kaufe bald Animal Crossing New Horizons. Sehr gut. Tolles Spiel. Lohnt sich. Macht Spaß und ist sehr geil. So, wie viel sind wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Jetzt sind wir 9. Tut mir echt leid. Kein Problem. Alles gut. So. Passt. Alles super. Jetzt sind wir 9. Okay. Ja, alles immer ein bisschen komisch. Es ist einer zu viel raus. Naja. Machen wir mal zu 9. Jetzt muss der 9. Platz raus. Ja. Deine Party Direct war cool. Danke. Freut mich. Ja. Die kam auch echt super an mit 600 Likes, Leute. Das ist echt unfassbar. 600 Likes. Krass, ne? Ja, Fabio auch kein Problem jetzt. Eben mit dem Problem da. Ich denke halt immer irgendwie, dass immer irgendeiner reinjoint und sich irgendwie lustig fühlt. Das hatten wir letztes Mal auch, dass da irgendwie extra jemand zum Triggern reingejoint ist. Deswegen reagiere ich da immer erstmal ein bisschen abneigend. Das ist so, ja, ne? Aber kein Problem. No! Nein! Vielleicht war er da im Traum. Was? Och Mann, ey. Aber diesmal nur bei dir. Alle anderen spielen ja noch. Ja, wir kennen ja Nintendo, ne? Nintendo und Online-Modus ist ja alles so ein bisschen
eine schwierige Geburt. Wie bei mir. Ey! Marius! Mann. Kann man dann Animal Crossing New Horizons zusammen mit dir spielen? Jo! Wir werden ab dem Launch-Tag, also am 20. März, Freitag, diesen Freitag, da werde ich mit euch zusammen online spielen. Ich werde euch meine Stadt zeigen, meine Insel besser gesagt, und was heißt zeigen? Also wir werden im Stream beginnen. Da werden wir beginnen. Und meine Insel erstellen und so. Das erste Mal das Spiel kennenlernen, das machen wir zusammen. Dann spielen wir ein bisschen, da baue ich erstmal so ein bisschen, also, ne, also ein bisschen das Tutorial und so machen und so. Und dann später im Stream werde ich euch einladen auf meine Insel. Und ja, das wird der erste Stream sein. So zusammengefasst. Und was ich ganz wichtig erwähnen möchte, und zwar, ich mache kein Let's Play, sondern ich mache Streams, wo ich mit euch spiele größtenteils und euch meine Insel zeige. Das heißt, dass ich auch spiele das Spiel, wenn ich nicht streame. Also heißt, ihr werdet nicht alles sehen, was ich mache. Ich glaube, ihr versteht, wie ich das meine, ne? Also es ist kein Let's Play, sondern ich spiele einfach auch privat, so für mich, und ich zeige euch dann immer so meinen Fortschritt. Das macht auch mehr Sinn, weil Animal Crossing ist ein sehr zeitintensives Spiel und ja. Ne? Ich zeige euch mal dann mal so ein paar Sachen, wenn ich irgendwas gebaut habe oder so. Und im Stream möchte ich mich größtenteils auf den Multiplayer konzentrieren und nicht so sehr auf den Einzelspieler. Ja. Aber natürlich wird es auch Passagen geben im Stream, wo ich alleine spiele. Ne, ist ja ganz klar. Ein so Mischding. Von beiden etwas und am Ende wird es ganz gut, hoffe ich. Ja. Lol, da läuft Nintendo 3DS heutzutage noch besser. Zum Teil schon, ja. Ja. Ich habe nichts vom Animal Crossing gesehen, außer 20 Sekunden des Trailers und werde sofort kaufen, wenn das rauskommt. Ja, ist auch ganz gut. Ich habe mich zwar ein bisschen gespoilert, also ich kenne sehr viel schon, aber auch nicht alles. Ja, falls ihr nicht gespoilert werden wollt, Leute, passt mal ein bisschen auf. Es gibt nämlich im Internet aktuell ein paar Dataminer, die haben das Spiel schon gehackt und wissen schon einiges, was wir noch nicht wissen. Also, wenn ihr das nicht wissen wollt, dann passt ein bisschen auf im Internet, auf was für Seiten euch rumtreibt. Gerade auf Twitter kann das ganz schnell passieren. Es gibt nämlich einige Sachen, die wir noch nicht wissen. So viel sei gewiss. Und das wird sehr krass. Aber ich weiß auch nur eine Sache. Ich habe mich dann auch nicht mehr weiter damit beschäftigt, weil ich dann eine Sache gelesen habe, dachte mir so, okay, das ist schon heftig, da, das lasse ich erstmal. Damit ich auch noch selber ein paar Überraschungen im Spiel erleben kann, ja. Ist ja ganz wichtig. So, ich habe gerade gar nicht aufgepasst. Ich hoffe, jemand ist rausgegangen eben. Wäre ganz gut. Jedenfalls dürfen wir jetzt nicht Achter werden. Sonst haben wir ein Problem. Muss los bei Alsla, hau rein, schön, dass du da warst. Und dir noch einen schönen Tag, Skelett. Hau rein. No, 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 no. Roter Panzer ist im Anflug, aber ich bin Zweiter. Sehr gut. Stabile Leistung. Pilz. Na, komm, 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 komm. Und ich gehe als Dritter ins Ziel. Optimal. Und jetzt, ja, Marius muss raus. Er ist Achter geworden. Raus mit dir, mein Lieber. So, Pius, kannst du auch Tipps geben in Animal Crossing New Horizons? Das kann ich gerne machen. Also, ich möchte auch Videos machen zu Animal Crossing, deswegen ist da sowas, glaube ich, ganz gut hier. Ja. Es kann ja auch als Video immer einen Wochenrückblick geben. Ja, eventuell. Eventuell. So. Machen wir mal ein bisschen Discodrom. So, jetzt sind wir noch 7 Leute. Sehr schön. Ich gucke mir echt alle YouTube-Videos von dem von der Trailer-Analyse an. Ey, ich kann es nicht mehr abwarten. Hast du meine auch gesehen, Fabi? Ich hoffe es für dich. Ja, ja. Ich habe eine XXL-Analyse gemacht zur Direct. Das Video geht einfach mal 90 Minuten oder so. Ziemlich fett, das Ganze. Ja.
Gefühlt werden nur meine Strecken genommen. Ja, du hast es gehackt. Scheiß Hacker. Gleich haben wir 14 Uhr, Leute. Langsam bekomme ich Hunger. Was esse ich denn heute Mittag, ey? Heute Abend essen wir Mittag. Also Abendbrot, warmes Essen und so. Deswegen mal gucken jetzt hier, ne? Vielleicht eine Banane. Hi, ich bin wieder da. Willkommen zurück, Alex62. Habt ihr schon was gegessen zum Mittag, Leute? Wenn ja, was habt ihr schönes gegessen? Pass auf, jetzt schreiben die Leute so Pizza, Nudeln, chinesische Ente. Und ich so, ich esse gleich eine Banane. Ja, das ist auch schön, ne? Bananen sind auch cool. Schmecken gut. Gönnt euch Bananen. Gut, die halten sich nicht so lange, deswegen ist es nichts, um jetzt vom Virus wegzulaufen. Komm, ich fliege ein bisschen. Fliegen! Was? Oh mein Gott. So knapp. Dario. Betrüger. Was? Dishan. Ey, da ist einer ehrenloser als der andere. Mann, Mann, Mann. So, Doppel-Item. Beste Leben. So, jetzt mal ganz ruhig darunter. Wir schaffen das. Oder auch nicht. Dishan, werf ab. Wirf! Der macht das extra nicht. Ey, das ist so ein Keck. Was? Geh weg! Oh no. Jetzt wird es nochmal eng hier. Kein Scheiß soll jetzt passieren. Geh weg! Oh! Fünfter, okay. Das passt, das passt. Das passt. Okay. Und raus muss der Flexi. Du bist letzter gewesen in der Lobby, in der Runde. Pizza halt wirklich. Vielleicht Pizza. Oh Mann. Ravioli auch sehr lecker. Brot, ja. Deine Lobby ist öffentlich. Hab die eigentlich privat gemacht. Yoshis Piste. Jetzt sind wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kann auch gerne mal ganz kurz gucken. Die müsste eigentlich auf privat sein. Ja, die ist auf privat. Keine Ahnung, was du da meinst. War kurz duschen und Lola Lasing. Duschen mittags um 14 Uhr, okay. Ja, gut. Macht man das nicht eigentlich morgens und nicht mitten am Tag? Oder abends, aber abends finde ich irgendwie abends, das fühle ich gar nicht. Also ich weiß nicht, abends duschen, nee. Weiß ich nicht, danach geht's ins Bett. Morgens ist doch geiler irgendwie, finde ich, als jetzt abends oder so. Wir haben einen Österreicher hier. Hoffentlich ist er noch nicht verseucht. Sonst müssen wir die Grenzen schließen. So. Hä, warum kann ich rein? Aber bitte nicht joinen, mein Lieber. Wir machen hier unser Duell zu Ende. So, und jetzt dürfen wir höchstens, glaube ich, Sechster werden, oder? Bin gerade nicht so sicher. Ja, höchstens Fünfter. Der Sechste geht raus. Der Sechste fliegt raus. Weg mit dir dann. Oh, die Strecke ist so schön. Gerade auch noch mit ein bisschen Farbkorrektur ist sie noch geiler. Hab ja ein bisschen Kontrast höher und so. Ein bisschen knackiger die Farben, der ist noch geiler. Über die Elgato eingestellt. So, vier. No! Wo ist denn der Sechste? Bin ich Letzter? Nee. Der Sechste ist bis weiter hinten, was auch immer da passiert ist. Na, ob wir noch einen aufholen? Stachi. Bum, 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 bum. Ja, ich bin auf jeden Fall safe drin. Ja. So, Laila, du musst jetzt an dieser Stelle einmal raus. Ich esse, wenn mein Vater aus der Arbeit kommt. Ja. Genau. Aber wenn man morgens keine Zeit hat, dann abends. Ja, aber dann stehst du halt morgens früh auf, ne? Stehst du morgens früh auf? Dann kannst du auch morgens das machen. Ja.
Österreich hat instant die Grenzen nach Italien geschlossen. Ah ja. Ja, auch nach Deutschland, überall, ne? Überall dichter. Wladimir, moin. Servus, wie geht's? Willkommen hier im Stream, mein Lieber. Grüß dich. Willkommen beim 100% virenfreien Stream. Toller Titel, oder, Leute? Findet ihr den Titel geil? Ich finde ihn super. Ich finde ihn super. Bios, das hast du. Ganz große Klasse. Ganz große Klasse. Super Titel, super Thumbnail. Ey, Pius, du bist einfach der Beste. Danke. Danke. War super. So, Pilz. Der Österreicher ist vorne. Abstand halten, Leute. Aufpassen. Aufpassen. Der will mich umbringen. Oh Gott. Tschüss. Wow. Komm, Doppel hier. Oha, da haben wir einen Buhu vorne. Hab auch einen. Mach den Nachtisch an. Komm, tschüss. So, jetzt noch eine Bombe hier. Bum, bum, bum. Es läuft. Ah ja, schade. Pilz ist leider zu spät gekommen. Mmh. Wow. Banane entfernt. Sehr gut. Stachy. Geil. So, jetzt nach vorne hier. Wir düsen nach vorne. Optimal. Ich bin so Profifahrer. Bumm! Auf den dritten Blitz. Das muss man auch erstmal schaffen. Und dann trotzdem so dumm fahren wie ich, ey. Komm ich da rüber? Ja, easy. Keiner kann was, außer ich. Ich werde jetzt Erster hier. Oh, den habe ich aber getroffen. Oh nein. Scheiße, ne? Ich bin Letzter. No! No! Nein! Ich bin Letzter geworden, Leute. No! 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 Damit bin ich raus. Aber nur zur Info, Leute. Ich kann natürlich nicht jetzt die Lobby verlassen. Obwohl ich draußen bin. Weil wenn ich die Lobby verlasse, dann ist die Gruppe geschlossen. Deswegen bleibe ich drin. Aber ich fahre nicht mehr richtig mit. Und setze auch diesmal wirklich keine Items ein. Bin leider weg. Danke für den tollen Stream. Danke dir auch fürs dabei sein, Power Check 2. Bis zum nächsten Mal. Hau rein und einen schönen Nachmittag wünsche ich dir. Tschüss. Karma Pius. Mano. Mano, da kommt das Karma. Hab doch gar nichts getan, ey. Seid alle nicht nett zu mir. Mein Herz hat bum, bum, bum gemacht. Ja. So. Kein Blitz dieses Mal. Ja, ich pass auf. So, dann fährt mal schön. Ich bleibe hinten und gucke zu. Jetzt fliegt der Vierte raus, Leute. Aufpassen. Nicht der Fünfte, der Vierte. Also, wer Vierter ist, der ist weg vom Fenster. Du. Okay, ich bleibe natürlich hinten. Ich dachte, der Dishon ist ein bisschen weiter weg. Auf einmal ist er hinter mir. Lul. So. Ich will die Lage natürlich beobachten, ist ja ganz klar. Dishon ist aktuell Letzter. Wenn er sonst so mitspielt, hab keine Ahnung. Ich glaube, Hammer Bro ist der Inkling, aber sonst weiß ich gerade gar nicht weiter. Sonst bin ich ein wenig überfordert gerade, Leute, ja. Ein wenig überfordert. Und die wichtigste Frage, Leute. Habt ihr schon den Stream geliked? Den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Wenn nein, macht das gerne. Würde mich freuen. Und joint gerne meinem Discord-Server oder folgt mir auf Instagram für tolle Bilder und für News. Und ja, bin sehr aktiv auf Twitter. Alle Links dazu in der Stream-Beschreibung. Discord-Link, Instagram-Link, Twitter-Link, alles in der Beschreibung verlinkt. Würde mich freuen. Wir sind kurz vor den 1000 Instagram-Follower. Ja. Bald bin ich Fame. Endlich. Bald bin ich ein Famer tot. So, ich habe jetzt gerade, glaube ich, 940 oder so, ne?
Also noch 60 Leute ist noch ein bisschen hin, ne? Ein bisschen fehlt noch. Nee, 960, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, du. Irgendwie sowas. So, und Dilshan ist draußen. Er ist weg vom Fenster und das Duell ist am Ende zwischen Lukas, Dario und Hammer Bro machen das Halbfinale. Ja, habe ich. Optimal Like ist da. Danke dir. Und Mystery Man 777. Hi. Hi, hi. Danke für die Erinnerung. Ja, muss man ab und zu mal ein bisschen erwähnen. Ich vergesse es ja selber immer, wenn ich in den Stream gucke. Und wenn die Erinnerung kommt, ist immer gut. So, warum sind jetzt hier noch 4 Leute? 5 Leute sogar. What the fuck? Ist es Halbfinale, also höchstens müssen jetzt die 4 sein. Wer ist jetzt hier wieder reingejoint? Dishan raus mit dir. Oder haben wir wieder den Bug, dass da jetzt einer, dass der jetzt der CPU mitspielt oder was? Das haben wir ja öfters. Und ja, ich denke mal, Dishan ist rausgegangen, aber da haben wir den Bug, dass der CPU mitspielt. Ich glaube, das ist so. Das haben wir ja öfters. Das ist ja bei Mario Kart irgendwie immer so. Oder oft so, dass man, wenn man rausgeht, der CPU noch eine Runde mitspielt. Warum auch immer. Das haben wir öfters. Das ist dann einfach so, das können wir wieder nicht ändern. Aber ich denke, der bleibt hinten. Das sehen wir ja gleich, wie der spielt. Und ja, das sieht aus wie ein CPU. Also der spielt schon ziemlich scheiße. Ja, ist das leider jetzt wieder so. Kann man nicht ändern. Vielleicht kann ich ja mit ihm spielen und ihn hinten halten oder so. Wäre ja ganz gut. Ja, der Modus ist halt leider nicht optimal, weil Nintendo halt so ein bisschen lost ist, ne? Wie ich. Wie ich. Ich bin auch lost. Ohne Ende. Ohne Ende. Ey! Grüne Panzer. Okay, der schon ist hinten, das ist gut. Oh, scheiße. Sorry! Nein! Was? Ich hab einen Buhu geklaut! Ich hab Kugelwilli geklaut! Ey, sorry! Ey, ich glaube, das war der Kugelwilli von Dilshan, oder? Ey! Mann, scheiß Buhu, ey! Ach Gott, ey! Ich setz dir nicht ein! Oh mein Gott! Oh, Junge! Oh, Tim, hi! Da klaut der mir den Kugelwilli. Junge. Warte mal, was war was ganz Geiles hier? Warte mal. Nein! Der soll, oh, nö! Normalerweise, wenn du einen Kugelwilli einsetzen tust, dann. Und du am Abgrund bist, dann fällt er dich in den Abgrund. Oh Mann. Du hast eine Banane geklaut. Achso, okay. Ja, dann ist alles okay. Ich vergesse das jedes Mal. Den Kugelwilli hast du selbst bekommen. Okay, so. Und draußen ist Hammer Bro. Sehe ich das richtig? Ja, Hammer Bro ist draußen. Okay. Und das Duell, das Finale, findet statt. Das war mein Kugelwilli. Das war jetzt echt deiner? Hä? Der meinte, die Banane hat geklaut. Okay. So. Das Finale findet statt zwischen Dario und Lukas. Oh Gott, ich hasse diesen Bug, mein Fehler. Okay. Auf, oha, die Strecke ist schwer. Da bin ich jetzt gespannt. Boah, wehe, die Direct ist so wie in Pius Parodie. Wieso, war die so schlecht, Fabi? Den meisten hat sie gefallen. 10. Rennen. Und das ist jetzt schon Finale, okay. Ah ja. Ah ja. Ich liebe kleine YouTuber, weil die mehr auf die Leute im Stream eingehen. Ja, also so bei Streams, die irgendwie so 1000 Zuschauer haben, da hätte ich jetzt auch nicht so viel Bock drauf, um ehrlich zu sein. Das ist mir viel zu voll. Das ist mir viel zu voll. Ich finde aber so 30, 40, 50 Leute sind immer sehr angenehm. Da kann man mit arbeiten. Das macht Spaß, ist immer super. So, ich glaube aktuell vorne ist... Wer war Bowser Jr.? Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Weil, der ist jetzt irgendwie so ein bisschen am Laggen gerade. Und Rosa Baby, Rosalina ist weit vorne aktuell. Wird sie auch gewinnen? Runde 2 für die. Runde
Boy. Bowser Jr. holt ein bisschen auf. Jetzt bleibt er wieder stehen, oder was? Hä, okay, irgendwie ist das ein bisschen komisch, die Karte. Nein, bitte Fabi, nicht alles in Caps schreiben. Ganz normal schreiben, mal lieber. Nicht alles groß schreiben. Nein, die war richtig geil, aber stell dir vor, die ganzen Remakes und Ports sind Wirklichkeit. Ist doch geil, also 3D World habe ich Bock drauf auf einen Port. Und auf Paper Mario 2 Remake hätte ich auch mega Bock, also habe ich nichts gegen. Nur Amiibo Festival 2, das war natürlich ein Witz, ne? Und das soll auch nicht kommen. Bruder muss los, willkommen zurück, mein Lieber. Moin, moin. Karte geht so, wenn jemand stehen bleibt, ist derjenige heruntergefahren. Heruntergefallen, ja. Stimmt. Stimmt. Hä? Okay. Wer hat jetzt gewonnen? Lukas aus Österreich. Herzlichen Glückwunsch. Du bist der heutige Mario Kart 8 Battle Royale Sieger, mein Lieber. Grüß dich. Glückwunsch. Zum ersten Platz hier im heutigen Mario Kart 8 Battle Royale Modus. Glückwunsch dazu. Wo sind denn die Mods? Hammer Bros da. So, jetzt, meine lieben Leute, sind wir durch mit Mario Kart 8 für heute. Jetzt wollte ich mal zu Mario Maker gehen und dort mal ein paar Level von euch spielen. Weil wir haben ja schon lange nicht mehr gemacht, und zwar Level spielen, und das wollte ich mal wieder ein wenig machen. Und danach geht es ja weiter mit einem anderen Spiel. Wir machen heute ein Spiel mit viel Abwechslung, viele Games. Ja. Die Map ist scheiße auf 200. Ja, die ist echt nicht geil. Die ist echt nicht geil. Lange nicht gespielt, Mario Maker 2. Lange nicht gespielt. So. Deswegen möchte ich mir erstmal ganz kurz die, Fuzzy Speedruns angucken. Die Ninjis, genau. Da habe ich nämlich ein paar nicht gespielt. Oh, okay, nur eins. Ich weiß, das Event ist zu Ende, aber ich möchte das einmal mal spielen, damit ich den Stempel bekomme. 24 Stunden Stream? Nein, wir streamen ja erst seit 2 Stunden. Das wäre noch 22 Stunden, das kannst du vergessen. Oh shit. Ja, gut, ich guck da mal einmal rein, ne? So, sollen wir auf Discord schicken? Nee, ich schicke gleich ein Formular. Oha. Ja, ich spiele zum ersten Mal, hab keine Ahnung. Sieht man, glaube ich, auch. Ja. Skillig. Skillig. Bin Profi. Ja, ja. So, Pilz, komm, gönn Pilz. Oh, voll gut. Voll gut. Pius. Warum bist du so ein guter Spieler? Ich weiß es nicht, Mami. Hm. Ja, immer nach oben, ne? Es ist echt nicht so einfach hier. Überall, Kugeln, Kanonen. Levelaufbau ist aber ganz nice, muss ich sagen. Fällt mir ganz gut. So. Oh, als ob. So ein Scheiß. Krass, hart. Hab mein Outfit erhalten. Ja, ich hab's noch nicht. Deswegen einmal durchspielen und dann geht's zu euren Leveln. Mein Ziel ist jetzt hier irgendwie keine krasse Zeit oder so. Aber nur spielen und mal durchkommen hier. In dem Saftladen. So. Bin auch noch hier ein bisschen unerfahren in diesem Level. Ich weiß nur, immer nach oben. Immer nach oben. So. Hoch, hoch, hoch. Mann, dieser Kugel da. Ah, no. Na komm. Bin hier der beste Speedrunner. Bin Profi. Voll gut. So, komm.
Ah, hier ist das Tier. Okay, ja, wunderbar. So, 50 Sekunden. Oder wir spielen alle miteinander. Ja, können wir auch noch machen. Und Titan Joe, moin. Hallo, willkommen hier im Stream. Grüß dich. Ich war ja richtig scheiße. Ja, gut. So, ich bekomme jetzt meinen Stempel. Habe ich den jetzt schon bekommen? Ah ja. Oder? Doch, ne? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, ja, okay, passt. Wunderbar. Und jetzt geht's zu euren Leveln. Ich muss das Formular einmal aktivieren. Deswegen schicke ich schon mal in den Chat. Das Formular. Wenn es denn funktioniert. Da. Da könnt ihr euer Level einsenden. Ich muss es aber erstmal kurz aktivieren, deswegen, ja. Muss ich da den Text mal ganz kurz selber öffnen. So. Ja, genau. So, es müsste jetzt wieder aktiviert sein, genau. Genau. Jetzt soll das Ganze wieder funktionieren. Dort einmal euer Level einschicken. Genau. So. Das ist immer noch dasselbe Formular von damals. Ich habe da über 1100 Einsendungen bekommen bisher. Krass, ne? Und das letzte Mal Mario Maker 2, eure Level, haben wir gespielt am 17. Januar. Oha, das ist schon ein bisschen her. Fast 2 Monate. Krass. Krass. Heftig. Der ist alt. Was meinst du mit alt? Der Stream ist heute ultra laxig. Ja. Große Auswahl an Spielen heute. Habe mein Handy runtergeworfen und jetzt fetter Riss. Oh shit. Ja, ist ein Netz geschafft, ey. Also klar, runtergeschmissen, aber sag mal, musst du aufpassen. Ja. Hi Pius, bin wieder da. Hallo Eden, willkommen zurück hier, mein Lieber. Willkommen zurück. So, ich guck mal, ob wir schon die ersten Einsendungen haben. Ja, oh, oi, oi, oi. Okay, auch ein paar Fake-Einsendungen, aber hier haben wir eine von Flexi Super Mario 3D World. Sehr schön. 6R7CPH8RG. Hier kommen im Sekundentakt neue Einsendungen. So, fertig. Erstes Level Super Mario 3D World. Schwierigkeit Mittel. Okay. Hier kann man keine Beschreibung hinzufügen. Ist mir jetzt nicht so wichtig. Ich will die einfach spielen. Der einzige Online-Modus, der funktioniert, ist Luigi's Mansion 3. Ja, größtenteils, ne? Ja. Oder auch Tetris. So, was haben wir jetzt hier Schönes? Battle Bu Battle Bus. Stand aber nicht Battle Royale. Oder? Aha. Für jeden bekommst du einen Schlüssel. Für jeden Gegner? Ich bin noch ein bisschen lost hier, warte mal ganz kurz. Müssen wir mal gucken. Ah ja! Easy! My Tablet! Moin, willkommen hier im Stream. Grüß dich, willkommen. Deinen Namen kenne ich gar nicht. Bist du neu? Erstmal in dieselbe Tür wieder, optimal. So, warte mal. Yay! So, 2 Schlüssel haben wir schon mal. Da ist der 3. Gegner. 3. Schlüssel. Da haben wir ein paar Kisten. Kein Problem für den wahren King. Da haben wir noch einen Schlüssel. Die können keine bringen, deswegen müssen wir die gar nicht killen. So. Katzenglocke! Yay! Yeah. Wow! Oh, Bum-Bum!
Servus. Moin. Du kannst gar nichts. Das ist keine Gefahr für mich. Ich lache über dich. So, sehr schön. Und ab ins Ziel, oder? Haben wir alle? Ist das ein Fortnite-Level? Glaube ich eher weniger. Ja. Oder? Brauchen wir jetzt alle anderen oder brauchen wir nur einen? Oh. Ich hoffe, das reicht. Oh. Es reicht. Wir haben sogar einen noch mehr. Was? Okay. Nein. Nein. No. Als ob. Wieso machst du denn sowas? Nein. Wo war der letzte Schlüssel? Oh no. Das ist aber nicht so geil. Das hättest du besser bauen können. Das ist nicht gut. Geh wieder zurück. Sehr schön. Du kommst ja immer wieder. Freut mich. So, nochmal neu jetzt hier. Wo habe ich denn einen verpasst? Ich habe geschrieben, dass du auch nach links musst. Ist hier noch was oder was? Oha! Ja gut. Ja gut. So, warte mal, komm her. No! Okay, das war knapp. So. Nehmen wir den mal mit. Wo können wir den mitnehmen? Warte mal ganz kurz. Aha! Nein! Oh nein, jetzt ist er weg. Ich wollte so ein ganz schlauer sein, aber dann halt nicht. Das ist auch ein bisschen ungünstig hier. Hier kommt man kaum hoch. Komm her. So, denn halt so. Stirb. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Schlüssel. Um alle zu besiegen. So, bum bum, komm her. Und wir haben einen neuen Abonnenten. Und zwar Grünster Tod. Neuer Name, ich kenne nämlich Grüner Toad. Grünster Toad, auch danke an dich fürs Abonnieren. Willkommen bei Team Toad. Hier bist du richtig mit deinem Namen auf jeden Fall. Hi. Ich spiele immer mit Toad, überall wo es geht. Mit meinem Katzen-Toadie, am besten, der ist immer optimal. So, bum bum. Tschüss. Der kann gar nichts. Noch ein Abo. Und jetzt los hier. Und Panicha 060 Spilled. Okay. Dankeschön fürs Abonnieren. Auch willkommen an dich. Willkommen auf dem Kanal. Ich mag das Team. Danke dir. Skill. Ja, ich bin voll gut. So. Bum, bum. Tschüss. So. Okay. Jetzt sollten wir genug Schlüssel haben, um ins Ziel zu kommen. Das wäre optimal. Und Lord Tobi. Moin an dich. Willkommen. Ja, heute ist sehr schön hier auf jeden Fall. Unser 100% virenfreier Stream. Ganz wichtig. Okay, jetzt passt es. Da hättest du auch einen Pfeil hin machen können, damit das auch jeder weiß. So, Ziel. Okay, ja. Falls ihr auch ein Level habt, schickt es mir gerne ein. Link zum Formular ist jetzt in der, im Chat, ne? Dort könnt ihr mir euer Level einsenden. Ja. Pius, hast du gesehen, morgen kommt eine Indie-Direct. Nee. Warte mal, was? Morgen kommt eine Indie-Direct? Laber nicht. Ist echt oder was? Warte mal. Ja, moin. Ja, moin. Warte mal hier, warte mal hier, warte mal. Warte mal hier, Leute. Ne Indie Direct, Bruder! Da fällt dir nichts so ein. Da ist sie!
um 14 Uhr, vor 21 Minuten. So wie es die Gerüchte gesagt haben, ja. Am 17.03. um 18 Uhr. Ja, ich guck sie mir wieder an, Leute, also. Falls um 18 Uhr morgen meine Leitung wieder da ist und die Techniker fertig sind, werden wir morgen um 18 Uhr einen Stream machen und uns zusammen die Indie World Direct angucken. Das haben wir letztes Mal auch gemacht und es war sehr lustig, richtig lustig war das. Also ich habe mich sehr gefreut, letztes Mal einige geile Games zu sehen, aber auch einige, wo man einfach nur drüber lachen konnte. Also es war sehr lustig letztes Mal und deswegen die Gaming Maus, Dankeschön fürs Abonnieren, willkommen auf dem Kanal. Willkommen bei Team Turt, Dankeschön. Ja, wie gesagt, werden wir morgen machen, ne? Wenn es geht, dann werdet ihr morgen gegen 18 Uhr einen Stream sehen. Und wenn nicht, dann Katastrophenfall, Twitter-Lehrerzimmer, ja. Ja, man kennt die Trends, ne? Ja, tweeten wir mal irgendwas kurz, ne? Aber was? Was soll ich tweeten? Habt ihr eine Idee? Was soll ich dazu schreiben? Keine Ahnung. Ne? Besser als nix. War letztes Mal ganz lustig. Schau ich mir morgen im Stream an. Ende des Monats dann safe eine normale. So. Schreib Corona-Ferien. Nee. Besser als nix. War letztes Mal ganz lustig. Schau mir morgen im Stream an. Ende des Monats dann safe eine normale. Ja. Liken Sie alle meinen Tweet. Dankeschön. Link dazu jetzt im Chat. So. Wir machen weiter mit Mario Maker 2. Ist ja ganz klar. Ja. So. Zweites Level ist für heute geschafft. Ne, das erste war es. Ne, das war erste. Das erste war das. So, das zweite Level ist von Dead One wird Pikachu. Bist du im Stream? Das ist ja immer nämlich eine wichtige Sache bei Mario Maker. Da möchte ich nämlich immer, dass Leute, von denen ich die Level spiele, auch gerade im Stream sind. Deswegen gerade die Frage in die Runde, bist du da? Ja, bist du. Taut Royale Special Edition, ja. Nintendo Direct kommt nächste Woche da. Ja, denke ich auch. Wie geht's euch optimal? Und hallo Delta, moin! Keine Dislikes, vorhin war eins. Was? Okay, krass. Sowas sehe ich selten. Ehre. Okay, dann spielen wir dein Level. Es ist ein Super Mario World Level. Okay. PDV. JVT 4MF. Okay. Sehr schön. Okay, meine Mutter schreibt gerade was Interessantes. Und zwar sagt sie, oder habe sie gehört, besser gesagt, dass heute Nachmittag unsere liebe Mutti, also unsere Dr. Angela Dorothea Merkel, ja, so heißt sie ja mit vollen Namen, dass die heute Nachmittag für Deutschland den Ausnahmezustand verkünden wird. Oha. Das bedeutet, das gab es noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg einen Ausnahmezustand, soweit ich das weiß. Und das ist ganz besonders. Und bedeutet, dass einige Läden schließen wie Elektroläden. Ausnahmezustand bedeutet, es werden nur noch Läden geöffnet, die lebensnotwendig sind, wie Apotheken und Supermärkte. Das heißt, Elektroläden machen zu. Oha. Wenn ich das richtig deute, das heißt nämlich in Österreich und in Spanien,
Ausnahmezustand heißt, es läuft nur noch das, was wirklich nötig ist. Oha. Heute Nachmittag soll das angeblich verkündet werden. Oha. Jetzt will ich heute noch mal ein bisschen was einkaufen gehen. Ein paar Sachen. Okay. Ja. Müssen wir später gucken. Oha. Mal sehen, was unsere Mutti heute Nachmittag sagen wird, unser Angela. Hallo, König Bowser, erstmal moin. Oha. Ausnahmezustand. Das gab's noch nie. Und das bedeutet, dass die, wenn Ausnahmezustand verkündet wird, heißt es, dass die regierenden Parteien, also in dem Sinne jetzt hier CDU und SPD, mehr Rechte haben. Also sie können halt mehr beschließen in kurzer Zeit, weil halt eine Ausnahmesituation ist. Oha. Oha. Animal Crossing New Horizons kann nicht dann geliefert werden. Ich weiß nicht, was das bedeutet konkret. Ich habe es noch nie erlebt. Dann müsste ich meinen Opa fragen, der ist leider gestorben. Der wüsste vielleicht, was das bedeutet. Aber das haben wir noch nie erlebt. Also, wir müssen abwarten. Ich würde noch nicht so direkt sagen, dass jetzt alles Läden zumachen, aber es deutet sich an. Mal abwarten. Ich weiß auch nicht, ob der noch überhaupt DHL liefert und so. Scheiße. Wieso schaffe ich das nicht? Bin jetzt ganz nervös hier gerade, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber wir sollen noch ganz ruhig bleiben, Leute. Das hat sie jetzt auch nur gehört. Keine Ahnung, vielleicht ist es auf Twitter schon ein großes Thema. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Lage langsam ein bisschen kritisch. Ja, moin. Was ist denn das hier für ein Level? Ja, moin. Ab morgen macht meine Mutti Homeoffice. So wie ich das gelesen habe. Feuer! Es brennt! Okay. So, was schreibt ihr so im Chat? Das heißt dann wohl, dass alle sich Animal Crossing im E-Shop kaufen. Mal abwarten, ne? Mal abwarten. Ich habe Animal Crossing auf Amazon bestellt. Ich auch. Weil ich mir dachte, Laden ist schon ein bisschen kritisch. Und weil Saturn und Mediamarkt nicht immer pünktlich liefern, wenn ich online bestelle. Ja. Pius, in der nächsten Woche kommt safe eine Nintendo Direct, weil in den Gerüchten, ja, genau. Denke ich auch. Vielleicht eine Fake News. Ich kann es mir vorstellen, weil es machen ja immer mehr Länder. Italien hat längst den Notstand. Das bedeutet, dass einfach alles zu hat, nur Supermärkte nicht mehr. Nicht. Und in Spanien gibt's das auch. Und in Österreich bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaub, selbst Trump hat das schon gemacht. Also es ist jetzt nicht so besonders in dem Sinne, dass wir die einzigen sind. Aber es ist in dem besonders, dass es halt noch nie vorkam, glaube ich. Oder halt schon sehr lange nicht. Oh shit. Komme ich da hoch? Ja, toll. In Österreich noch nicht so. Doch, aber in Tirol. Da habe ich gehört, dass da jetzt keiner mehr raus darf die ganze Woche. Keiner. Aus dem Haus. Habe ich gehört. Von jemand, der da wohnt. Dankeschön fürs Abonnieren in Score 29. Willkommen auf dem Kanal, mein Lieber. Grüß dich. Willkommen bei Team Toad. Soll ich denn da... Wie soll ich das schaffen, ey? In Österreich seit heute. Oha. Warte mal, vielleicht jetzt ein Anlauf. Genau, Anlauf ist gut. Sehr, sehr gut. Ich muss daher mal meine Oma anrufen. Weil meine Mutter hat gefragt, ob die irgendwas mitnehmen. Ob die jetzt was mitbringen soll für die Omi. Und deswegen muss ich sie gleich mal kontaktieren, ob sie was möchte. Genau. Eine Ausnahmesituation, ey. Oh Mann, ey. Sowas gab's echt noch nie, ey. Oh! Nein! Hoho! Ich dachte, ich komme da durch. Ja, gut. Ich habe ein bisschen Angst. Alles wird gut. Okay, wunderbar. Ist hier das Ziel? Hab's geschafft, Tim. Ich bekomme langsam Hunger. Ich auch. Ich auch. Ah, oh, One-Ups. Sehr schön. Mmh.
Brauche ich dir irgendwas? Glaub nicht. Buhu, komm mal her. So. Tschüss. Ziel! Wieso streamst du tagsüber und nicht abends? Ich mache meistens am Nachmittag oder Abend. Und da ja jetzt die meisten frei haben, habe ich mich dann mal dazu entschieden, heute mal am Vormittag zu streamen. Ist ja mal eine nette Abwechslung. Also ich streame immer unterschiedlich. Ich habe jetzt keine festen Zeiten oder so. Immer, wann ich Lust und Laune habe und dann, ne? Immer mal anders. So, geschafft. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja. So. Ich habe eine E-Mail bekommen. Aha. Sehr schön. Ja, dann rufe ich sie mal kurz an, würde ich sagen. Ganz kurz. Und wir machen bis dahin... Ich suche mal kurz ein Musiklevel. Das lassen wir dann da ein bisschen durchlaufen. Ich rede jetzt nicht stundenlang. Kurz halt ein bisschen. So, so mal Musiklevel, komm. Detailsuche. Hab jetzt noch 6% Akku. So, suche. Musik. Am besten eins, wo man selber läuft. Also automatisch. Ja, lass uns mal laufen. Lass mir das mal laufen. So, ich ruf mal kurz meine Omi an. Und ihr hört ein schönes Level. Ein schönes Musiklevel, oder Leute? Ja, meine Omi ging gar nicht ran. Hab mir jetzt auf die Mailbox gesprochen. Was ganz klassisches, ne? Wer kennt noch die Mailbox? Bin jedenfalls wieder da. Hallo Bowser. Moin. Ja, war das Level schön bisher? Habt ihr es nicht gehört? Aber klingt doch ganz nett, oder? Ja. Ich frage mich aber jetzt heute, wie man das machen tut. Also ich krieg das ja gar nicht hin, sowas. Ja, sehr schön. Besser als keine Dame, genau. Nicht Mutter, Oma. Omi. Meine Omi. So, Level Bennett. Sehr schön. War sehr schön. Bin back, willkommen zurück, Yui. Noch 5 Likes, dann haben wir die 100 voll. Sehr schön. Immer wieder schön. 100 ist immer eine schöne Zahl. So, wir machen weiter mit euren Leveln. Ist ja ganz klar. Und dort haben wir als nächstes das Level von Shadow Kirito. Bist du da? Wenn ja, melde dich doch mal einmal kurz im Chat. Und ich trinke ein bisschen Apfelsaft. Prost. Prost.
Ich kann mein Level schicken. Level kannst du in dem Chat schicken. Ab und zu schicke ich ein Code rein und dort ist ein Formular und dort kannst du mir dein Level schicken. Meine Oma ist 88, die müssen wir gut schützen vor Corona. Meine ist noch deutlich jünger. Ja. Bin da, sehr gut. So, dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Willkommen zurück auch an Kilian. Hallo! 606 PKF4GG. So. Das streamen einfach schon seit 11.50 Uhr. Ja, schon ein bisschen her, ne? Fast 3 Stunden. Oha. So, Mystery of Easter Island, okay. Was wird passieren? Viel Spaß und so, okay. Ich bin gespannt. Trink auch Apfelsaft, ja, optimal. Meine ist 65. Ja, meine ist, ich vergesse immer die Altersdaten. Das kriegen wir, das, warte mal. Das krieg ich hin. ...71, glaube ich. Mann, ich vergesse mal die Daten. Ich weiß aber das Jahr. Ich weiß das Geburtsjahr und den Geburtstag. Da ist doch schon mal was, oder? So, was ist denn hier? Meine ist tot. Mein Beileid, bist ja gar nicht mal so alt. Dishan. Gut, ich habe auch nur noch eine Oma. Meine andere Oma habe ich, ja, nie kennengelernt. Hallo Sarah, moin! Geht's? Ui, süßes Level bisher. Ja, süßes Level auf jeden Fall. Ja. Meine Uroma ist 88. Seine Uroma, wie alt ist denn deine normale Oma, ey? Was ist denn bei dir los? Weil die sind bei dir los. Ah, ich muss da ja rein. Ich bin ja komplett lost. Mag dieses Level? Ja, mal abwarten, ne? Macht bisher einen ganz netten Eindruck. Pilz, ja, nette Sache. Und hier haben wir nichts, okay. Da haben wir einen Cooper. Oh no. Wie soll ich denn da runter? Ach, mit dem Panzer, ne? Ja, mit dem Panzer den Block, ja. Aber wir brauchen es nicht. Oh Mann, ich dachte, der wird früher. Meine Oma ist 65. Oha. Moment mal, deine Oma ist 65, deine Uroma ist 88. Das sind dann Altersunterschied von 6, 7, 8, also 3, 23. Also hat deine Oma mit 23 bekommen. Oha. Ja, früher haben die Leute irgendwie früher ihre Kinder bekommen. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, jetzt als Beispiel, ne? Also es gab ja so in den 70ern war es ja ganz normal oder so. Gut, selbst meine Mutter hat mich ja relativ früh bekommen in dem Sinne. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, jetzt, keine Ahnung, als Beispiel jetzt mit 23, 24 Vater zu werden. Das wäre jetzt in 5 Jahren oder so. Das wäre mir jetzt doch hier viel zu komisch, finde ich. Aber damals war schon so 23, 24, 25 war schon so Standard fast, ne? Ich finde es ein bisschen zu früh eigentlich, weiß nicht. Das wäre jetzt so in 4-5 Jahren, also kann ich mir Stand jetzt nicht vorstellen. So. Hier kommen die Tatsachen heute ans Licht. Das kann auch nicht wahr sein. Bin sogar gesprungen. Meine Oma ist 76. Ui. Ja. Ja. Oh Mann, ich bin so dumm, ey. Jedes Mal laufe ich. Ah ja. Oh. Ist da ein Secret? Aha. Aha. Hallo? Ui! Ich habe was gefunden. Was ist denn hier? Eine 50er Coin und ein bisschen Geld und ein One-Up. Okay. Ja, ganz nett. War das geplant? Du findest einfach keine Freundin. Mann, oh.
Jetzt gehe ich holen. Jetzt bin ich traurig. Ich melde mich jetzt an bei Elite-Partner, da finde ich bestimmt eine. Elite-Partner, Singles mit Niveau. Ja, ja. Wow. Warte mal, Trick 17. No! Das war anders geplant. Okay, Pilz, komm zu mir. Bin hier ein Single mit Niveau, hallo. Ich bin, YouTuber. Hallo. So, tschüss. Okay, wow, das ist eine Ranke, okay. Und die führt uns zu einem On-Off-Block. Und da oben ist ein Secret. Da wollen wir hoch. Warte mal. Ui. Ich bin so gut. Ah, ist das gut hier. Wunderbar. Yasin. Was ist mit deinem Namen passiert? Warum ist denn der jetzt länger? Oder bist du nicht Yasin? Hä, bin ich jetzt komplett lost? Hast du jemand... Nein, nicht melden. Ich klicke auf melden, Alter. Warum kann ich ja nicht auf seinen Kanal gehen? Hä, wie ist komplett... Alter, ich klicke erstmal auf... Ja, ich lasse, ich habe dich jetzt gemeldet, ne? Raus mit dir. Raus mit den Viecher. Oh Gott. Bombe, okay. Wurde jetzt gehackt. Das ist hier irgend so ein Yasin-Admin, ey. Ah, hab zwar auf melden geklickt, aber da ist nichts passiert. Und da muss man auch immer was ausfinden, also keine Sorge. Dein Account ist jetzt nicht gelöscht. Kritisch heute hier wieder alles. Bumm! Gibt's da einen Checkpoint oder so? Wäre ganz geil. Ah! Ah ja! Ah, so. Ah ja. Ja, ja. Verarschen kann ich mir auch alleine. Also manchmal. Bombenprank, das war gerade ein unsichtbarer Block. Das war belastend. So. Weg mit dem Shit. So, tschüss, Kumba. Pius gleich Skiller auf jeden Fall. Der ist schlecht, Pius. Nur ich bin voll gut. Witzel von mir. Bumm. Oh nein, hab eine E-Mail von YouTube bekommen. Die wollen meinen Kanal jetzt löschen. Ja, auf jeden Fall. Mami. Ich mache hier auch gleich den Ausnahmezustand im Stream. Den beantrage ich auch gleich. Hier passieren nämlich Dinge, die sind nicht mehr zu fassen. So, halt, stopp. So. Mach mal auf. Okay. So, jetzt aber. Kann hier nicht viel passieren. So, ganz langsam. Hier ist ein scheiß Block. Müssen wir aufpassen. Warum ist da ein Block? Warum sind die Wahlblöcke? Das ist echt ein bisschen, ja, nicht so geil gemacht, finde ich. Das hätte nicht sein sollen. Wie geht euch? Optimal. Zumindest mir. Soweit. LOL, dasselbe habe ich schon mal gespielt. Nee, ich nicht. Aber ich habe es irgendwo gesehen. Hä? Hab das irgendwo gesehen, das Level? Oder? Nee, oder? Doch. Zumindest diese kleine Ecke jetzt gerade mit dem P-Switch und dem On-Off-Block, ja, und mit dem Steinblock. Den ich vor kurzem irgendwo gesehen. Wow. Bei Blue kann sein. Stimmt, gestern vielleicht, ne? Aber am Anfang erinnere ich mich gar nicht mehr. Hab anscheinend Demenz oder ich bin so traumatisiert von meinem Traum gestern. Der war also... Heute Nacht habe ich was geträumt, ey. Das war ich... Uff. Soll ich das erzählen? Ist es werbefreundlich? Glaub nicht. Kam irgendein... Ich weiß gar nicht, wie der reinkam ins Haus.
Anscheinend gucke ich zu viele Horrorfilme. Wie kommen wir jetzt hier hoch? Ey! Willst du von mir? Als ob. Ja, und jetzt? Hä, wie komme ich da hoch? Los, erzähl. Ja, wie gesagt, da kam so ein Typ. Der war irgendwie jetzt irgendwann im Haus drin. Und das war ganz komisch. Der war erst bei meiner Oma. Und hat die einfach umgebracht. Dann kam der hoch. Meine Mutter wollte die Tür hier abschließen. Wir haben ja oben hier so eine Flurtür. Der hat mit seiner Faust die das war so eine Tür mit Scheiben. Der hat die Tür, die Scheiben bei der Tür eingerissen. Hat dann dadurch den Drücker aufgemacht. Ja. Dann hat sie auch umgebracht. In dem Moment hatte ich kein Handy-Akku mehr, um die Polizei zu rufen. Und wenn denn, hab dann meine Tür auch zugemacht. Das war keine Glastür, eine ganz normale, da braucht man ein bisschen länger. Und bin dann das Fenster runter. Und dann bin ich aufgewacht. Also das war halt wirklich... Uff! Joa! Kommen wir jetzt hier hoch? Ja, das war gut, ne? Mann, hier ein Dreisprung ist voll schwer. Hier ist kaum Platz. Hier ist echt gar kein Platz. Ja, jetzt, Träume mit Pius, willkommen auf meinem Kanal. Ja, also da wolltest du einmal die Polizei rufen, Handy-Akku leer. Danke für nix. Leute, was träumst du? Ich hab keine Ahnung. Normalerweise träume ich coole Sachen. Das ist immer das Ding. Ich träume so oft schöne Sachen, dann wache ich auf, denke mir so, Scheiße, das war nur ein Traum. War ein Traum, ne? Heute einmal so eine Scheiße. Sonst träume ich immer gute Sachen. Ne, was da auf und denkst mir so, oh nö. Ist ja gar nicht so. Das passiert so oft. Das passiert so oft, ey. Und heute so, hier, keine Ahnung, hier irgendein Krimi da irgendwie. Einfach hier ganzes Haus ermorden, ey. Keine Ahnung, was der wollte. Ich bin dann das Fenster runter vom ersten Stock. Keine Ahnung, ich habe irgendwie abgeseilt. Mit meinem Kabel wahrscheinlich. Ich habe hier so viele Kabel rumliegen. Nehme ich ja zum Abseilen oder so. Keine Ahnung, ey. Bin dann zum Nachbarn. Da bin ich aufgewacht. Triple Jump an die linke Wand, dann spinnen. Aha. Ach, direkt, ich denke mal auf die drei Blöcke da oben, ne? Oh Gott. So Dreiersprünge sind ja gar nicht so mein Ding. Also eigentlich kann ich die. Aber so immer auf Abruf, das wird immer nix. Na, das ist schwierig. Das ist schwierig. Hallo Blue erstmal, moin. Kommt der Gumba jetzt her? Das Level habe ich gestern gesehen. Das erinnert mich wieder. Aber ich gucke da ja immer nur so halb zu. Meistens höre ich ja zu, weil ich dann irgendwas mache nebenbei oder so. Gucke erst nicht 8 Stunden so einen Stream, wie Blue da irgendwelche Level spielt. Also Hobby bloß bin ich auch wieder nicht. Meistens sehe ich, höre ich mehr als ich sehe. Ach Mann! Und seh doch, hi an dich hier, moin. Ich komme da nicht hoch. Und ich sehe da gerade. Ey, wie ist das schon ein lustiger Zufall? Ich rede über Mord in einem Level, wo dauerhaft Yoshi-Eier sterben. Ist schon ein lustiger Zufall. Bist du nebenbei auf Toad Hub? Ich bin auf Toad Hub. Ah ja, ich mach da. Oh mein Gott! Nein! No! Oh! Na! Das schaffe ich nie wieder. Oh. Kein Kommentar. Wie hat das jetzt nicht geklappt jetzt hier? Ja, alles klar. Alles klar, du. Tot! Fast, ja, ja, ja. Oh, jetzt hackt er da wieder an. An der Ecke. Hat vielleicht keine Zeit mehr. Ja, heute auf jeden Fall das Spiel mit den meisten Spielen. Angefangen mit Splatoon 2, dann haben wir Mario Kart 8 Battle Royale gemacht. Und jetzt hier ein bisschen Mario Maker 2 schon seit eine Stunde oder so. Jetzt aber, komm. Ja!
So, jetzt schnell weg hier. Checkpoint, Ziel, irgendwas. Ja, nicht der Typ, den will ich nicht. Sehr gut. So, komm, beenden wir noch das Level hier ganz schnell. Können uns ein bisschen Geld. Eine kleine Donation. So. Haben wir jetzt eigentlich schon einen neuen Stream-Boss? Ich glaube schon, ne? Haben ja einige Abos heute rein und auch ein paar Donations. Oh, die Yoshi-Eier. Tschüss, Yoshis. War schön mit euch. So. Ziel. THX. Was bedeutet das? So, hat eigentlich schon unsere Dr. Angela Dorothea Merkel schon hier ein Update rausgehauen heute. Wir gucken direkt mal rein. Hier auf Twitter. So. Guck mal, was es hier so für neue Sachen gibt. Immer schön Hände waschen, Leute. Ja, sehr schönes Level. Sehr schön. So. Bisher sehe ich jetzt hier nichts Besonderes. Also nehme ich mal an, dass es noch nichts Neues dazu gibt. Okay. Hatte letztens auch einen Albtraum. Ja. Ja. So, meine Oma, ich weiß nicht, ob die jetzt mal meine Mailbox abgehört hat, keine Ahnung. Pius Formular, schreibt mal in den Chat. Jo, aber ich glaube, ihr müsst noch keine mehr einsenden. Weil da sind noch so einige Level. Wir schaffen eh nicht mehr alle. Ja, von daher. So, als nächstes Level machen wir das Level von Tim X2. Bist du da? Und ja, meld dich doch mal im Chat. Sogar ein VIP-Level, ja. By the way, kann ich ja schon mal raushauen, die Info. Diese Woche möchte ich den Vorteil der VIPs ändern. Und zwar von Mario Maker. Also ist jetzt an alle Kanalmitglieder gerichtet. Und zwar von Mario Maker auf Vorteil in Animal Crossing. Bei Mario Maker kommt der hier alle 3 Jahre mal. Und deswegen wird das demnächst geändert auf Animal Crossing. Das möchte ich dann so machen, dass man kann ja dann ja zu 8 spielen. Also 8 Leute können ja zusammen spielen. Wenn man mich jetzt abrechnet tut, sind wir bei 7. Von den 7 Leuten möchte ich dann immer das, möchte ich da einführen, dass dann 2 VIPs mitspielen können. Also 5 normale Zuschauer ist ja, ne, ganz normal. Und dann 1 bis 2 VIPs ist dann so ein kleiner Boni, denn als alle, die Kanalmitglied sind. Das möchte ich dann diese Woche einführen. Der Failer, Dankeschön fürs Abonnieren. Willkommen bei Team Chat. Ja, das ist dann so eine kleine Info, die ich diese Woche dann noch ändern möchte bei den Vorteilen von Mario Maker auf Animal Crossing Brooks 2. Hört, lauscht schon seine Ohren und kopiert mir das gleich. So. Und ja, wir machen jetzt weiter. Wen habe ich überhaupt aufgerufen? Tim, glaube ich, ne? Ja, du bist da. Sehr gut. So. New Super Mario Bros. U. Leicht. Okay. Dann wollen wir mal gucken, was leicht ist. 8CT 2XS und 6LG. Okay. Wollen wir mal gucken, ob das was wird. Super Mario Ultimate World 1-1. Ja, nimmt extra das erste, damit ich das schaffe. Das ist schon ganz lustiger. 100 Likes, yay. Pius, ich hatte mein Level ganz am Anfang angesendet. Ist nicht angekommen. Warte mal, guck mal ganz kurz. Doch. Ist direkt da unter. Natürlich wird das kopiert, ja, ja. Whippels, hörst du auch zu? Weil du nimmst ja eh alles. Wir haben jetzt ein Like weniger, ehrenlos. Whippels, Grüße gehen raus. So, Pils. Okay, dasselbe First Try ohne Gegentreffer, ganz klar. 11 Likes, ja, nice. So, Goomba. Ne, Galumba, ganz wichtig. Muss ja immer die Fachwörter hier sagen. Ja, das ist hier natürlich hier einfach. Kein Problem.
Wo komme ich denn da rein? Ey! Toll. Ah, hier. Aha. Ich hab was gefunden. Kein Kommentar. Geh da hoch jetzt. Ja gut. Ein kleiner Weg zur 30er Coin. Sehr schön. Ein Checkpoint. Zwar fast gestorben, aber nö. Ich sterb doch nicht. Wie geht es aktuell immer noch gut? Musst du auch nicht alle 3 Minuten jetzt fragen. So. So, mein Level ist eingereicht. Sehr schön. Aber wie gesagt, so viele Level kriegen wir heute nicht mehr dran. Sind nämlich noch einige drin. In dem Formular. So. Toad in Smash. Yeah. Ja, das war echt optimal. Der Stream wird nicht monetarisiert, weil Pius zeigt, wie Yoshi sterben. Bisher ist er werbefreundlich, oder? Warte mal, wollen wir mal gucken, ey. Ob der noch werbefreundlich ist, der Stream. Ob der noch werbefreundlich ist. Ah, Hübi hat gerade bei mir kommentiert. Hat er in meinem Stream, in seinem Stream auf mein Video reagiert oder was? Weiß da jemand was? Hat jemand einen Plan? Weil ich weiß ja, dass der heute auch irgendwie gestreamt hat vorhin oder so. Oder keine Ahnung. Jedenfalls sehe ich gerade jetzt hier mein... Oh. Ui, da kamen aber heute einige Abos rein. So 15. Moin. So, guck mal gerade mal rein hier. Was wollte ich überhaupt gerade machen? Ach, ich wollte gucken, ob der Stream noch werbefreundlich ist. Genau. Ja, der ist noch grün. Sehr schön. Was ich noch geiler finde, einfach 100% Daumen hoch. Ich glaube, sowas hat man auch noch nie. Läuft auf jeden Fall. Nö, hat er nicht. Nein, hab nichts gesehen. Nö, glaub nicht. Hab nichts gesehen. Ja, okay, hat er anscheinend jetzt da gerade reingeguckt. Keine Ahnung. Ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Er hat ja meine Direct in seinem Stream geguckt, deswegen passt schon. Nee, der, ich glaube, der hat aufgehört. Ja, ja, vor 2 Stunden hat er aufgehört. Okay, ja, dann hat er wahrscheinlich da eben reingeguckt. Ist ja auch ganz nett. Ja. Ja, ja, was war denn jetzt hier eigentlich? Warte mal. Ah, das nächste Level, genau. Und gleich gehe ich mal zu meiner Oma nochmal gucken, ob die, weil bisher hat sie sich nicht gemeldet irgendwie. Jetzt ist mein Handy aus, oder was? Nee. Noch 4% Akku. Yay! So, als nächstes Level haben wir hier nochmal... Oder was heißt nochmal? Wir haben jetzt hier das Level von Domtendo Reactions. Sehr schön. Eine Frage mal an dich, die ich mir schon öfters stelle. Warum heißt du überhaupt Domtendo Reactions? Ich meine, du machst auch gar keine Videos. Oder doch? Nenn dich doch Pius Reactions. Okay, so. Die Frage des Tages. Mindblue, moin, hallo. So. Die Welt der Trampoline 3. Aha. Der letzte Part, oha, Finale. Von die Welt der Trampoline. Viel Spaß und Entspannung. Zwinker, Smiley. Entspannung in einem Trampolin-Level. Niemals. Na, ihr habt halt eine Fanpage auf Insta. Ah ja, jetzt macht sie hier Werbung. Ja. Habt ihr seit circa 14 Minuten Level eingesendet? Das kann sein, weil wir sind jetzt hier bei der Einsendung von 14.14 Uhr, mein Lieber. Also über fast eine Stunde her. Es dauert einfach. Es dauert. Was? Ist das No-Mach-Level? No-Mach-Level? Ah ja. Ah ja, wir sollen ja entspannen, okay. Ich lehne mich zurück. In diesem No-Mach-Level. Wir genießen die Show. Oh nein, ich spiele natürlich alles selber, ne? Leute, guck mal, ich kann einfach so viel vorausahnen. Ich bin so gut, ey. So ein Profi. Naja,
Jetzt geht's da runter. Genau. Jetzt geht's wieder hoch. Ja, das ist so gut. Ich kenne mich einfach aus. Bin voll gut. Ich habe jetzt Hunger. Ich glaube, ich esse gleich eine Banane. Jetzt habe ich Hunger. Ich habe jetzt hier zwar Schokolade rumliegen, aber ich will was Gesundes. Gesundes, nicht Gesundes. So, sehr schön. Au, 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 au. Au, 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 au. Mega nice, ja. Ja, sehr schön. No-Mach-Level, ja, ja. So, wir machen jetzt alle nix. Ich gehe jetzt eine Banane holen. Tschüss. Olli, bist du auch irgendwo hier? Ich rede mit euch weiterhin. Geh jetzt zur Küche. Tschüss. Nee, warte mal. Ich mache einfach Trick 17. Die Bananen sind nämlich auf dem Balkon. Ich mache jetzt das Fenster auf. Ihr hört nämlich auf dem Balkon. Ich mach Trick 17. So, ich mache jetzt das Fenster auf. Ich gehe jetzt zum Balkon und er hört mich übers Fenster. Oh, ah, jetzt räumen wir mal Beinschrott. Aua. So, tschüss. Hallo? Ich habe keine Ahnung, ob das geklappt hat. So. Ich höre kaum was. Oha. Hat wohl nicht so ganz geklappt. Habe ich jedenfalls eine Banane hier. So lecker, lecker. So. Oh, oh. Lästern. Ehrenlos. Geht so gar nicht. So. Und ihr so? Ich esse eine Banane. Oh. Ich höre was ganz leise, ja, sehr schön. Sehr schön. Joa. Und nu? Und nu? Guten Appetit, ja, danke, danke. So. Ich gebe schon mal das nächste Level ein. Donkey Kong, ja, ich bin hier wie Domtendo damals mit der Banane. So. Das nächste Level ist von Titan Joe. Bist du da? Meld dich im Chat, mein Lieber. Mario Boss U. Naja. Geh kurz mit meinem Hund. Bis gleich. Jo, ich geh mal kurz gucken, ob meine Polly da ist. Ich glaube aber nicht, ey. Oder? Warte mal, ich sehe. Ah! Ach, die ist draußen. Die sitzt da auf der Bank. Hallo, moin. Die sitzt draußen, die Polly. Ihr macht sie einen schönen Tag draußen, ist ja auch, ich weiß gar nicht, ist bei euch auch geiles Wetter? Also bei mir ist gerade hier Sonnenschein, 15 Grad oder so, läuft auf jeden Fall draußen. Gutes Wetter, ja. Du bist da, wunderbar. Dann gib mir mal deinen Levelcode ein. Ja, ja. WVF. P H X W 9 G. Sehr schön. Oh Gott. Schwierigkeit schwer. Hardcore Jumps. Polly, ja. Polly könnt ihr auf Instagram auch sehen. Falls ihr meine Katze mal sehen wollt. Polly hat einen eigenen Instagram-Account, Leute. Oder es reicht auch schon, auf meinem Instagram-Account zu gehen, da seht ihr auch Bilder von Polly. Falls ihr meine Katze mal sehen wollt, Instagram-Link ist jetzt mal in der im Chat, ne? Müsst ihr einfach nur draufklicken, dann könnt ihr Polly sehen. So macht man Werbung für seinen Account, Leute. Ich bin einfach der Master darin. Der Master im Werbung machen, guten Tag. Ich mach die Eigenwerbung bei mir im Stream. So, nicht anders. So, jetzt war ein bisschen laut hier der Sound gerade für mich. So. Oha. Okay, das ist ja... Uff. Der muss man ganz genau sein. Okay, wofür jetzt zwei Pilze? Hab kein Instagram. Raw kannst du dir gerne noch erstellen, wenn du willst. Ist halt auch gratis, genauso wie Discord. Wo man mit mir talken kann und schreiben kann und sonst was. Discord ist auch gratis.
Genau. Süß, finde ich auch. Okay, so, weiter geht's jetzt. Muss ich da weiter oder einfach nach rechts irgendwie? Weiß nicht. Ja, irgendwie so. No! Okay, passt. Optimal. Ah ja, okay. Sehr schön. Okay, dann müssen wir nochmal hoch. Wir schaffen das. Aha. Und jetzt? Ach, der will wahrscheinlich, dass ich da getroffen werde, ne? Okay. Checkpoint! toll! Ist Mario Maker 2 das erste Spiel heute? Nein, wir haben heute schon Splatoon 2 und Mario Kart 8 Deluxe gespielt. Das ist Spiel... Hä? Wo sind die jetzt hin? Ah ja. Ach so. Macht Sinn. Ja, toll. Ja gut, das kann ich jetzt beim ersten Mal nicht erahnen, wo ich da hin muss. Das tut mir leid. Das hätte ich nicht wissen können. Sind die wieder da? What the fuck? Ah ja. Macht Sinn, Nintendo. Okay. Wirf. Oh! Ha! Bin voll gut. Checkpoint Nummer 2. Okay. Hui. Raw One-Up. Sehr schön. Gar kein... Hä? Da war doch gar nichts. Als ob der mich getroffen hat. Ich gönne mir ein paar Schokobons. Ja, kann man machen. Na gut, erstmal hier die Red Coin. Folgt dir auf Instagram. Dankeschön. Danke. Ich guck da gleich mal nach. Ja, sehr schön. Nein! Oh, die Tür. Oh, belastend. Belastend. Machen wir mal ein Reset. Dann müssen wir uns nicht umbringen. Okay, super. Dann jetzt. Aha. Tschüss. Okay, jetzt macht er wieder denselben Schritt wie eben, ne? Was? Nein! Aber das Level gefällt mir, Das Beste daran ist, ich habe sogar Chancen, das abzuschließen, ja? Ja, das ist schon krass, ne? Ja. Also Stand jetzt ist das möglich, auf jeden Fall. Ich sterbe auch meistens eher, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Und statt jetzt an irgendwelchen schwierigen Sachen oder so. Ja, so geht das. Okay. Ja, okay, die Sache ist... Okay. Rüber damit, mit dem Powerblock und dann werfen. Okay. Kriegen wir hin. Moment, ihr habt es zu tun, ohne mich gespielt? Ja, Tim, warst wohl nicht da am Anfang, ne? Okay, jetzt habe ich gerade das Ding da verpasst. Das nehmen wir noch mit. Ich finde die Münze da irgendwie ein bisschen unnötig platziert, meiner Meinung nach. Hätte jetzt nicht sein müssen. Die hätte man auf dem Weg oder so machen können. So. No. Okay, pass. Ich glaube, wir sind auch gleich durch hier. Wahrscheinlich sterbe ich an der letzten Sache. Ah, okay, die ist ein bisschen anstrengender. Ich mag dieses Level auch, sehr gut. Wann spielst du nochmal Animal Crossing New Leaf für 3DS? Diese Woche auf jeden Fall. Ich denke mal Mittwoch. Ja, ich denke Mittwoch. Spielen wir Animal Crossing New Leaf zur Einstimmung auf Animal Crossing New Horizons. Ich denke Mittwoch. So. Und weg damit. Das war gerade eine Scheißaktion. Ja, das ging gerade gar nicht.
belassen. Das will ich schaffen, komm. Das kriegen wir hin. Wir schaffen das. Und weg damit. Was ist der Scheiß? Okay. Weg, 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 weg. Und... ich hab doch geworfen! Scheiße, okay, die Stelle ist echt nicht so leicht. Aber sonst ist das schon machbar. So, ich guck mal kurz auf Instagram vorbei. So, wir haben neue Follower. Und zwar LogoLike1 und Erik. Dankeschön. Animal Crossing New Horizons Hype, auf jeden Fall. Ah, schon wieder hier die Red Coin. Die Red Coin. So, komm. Das ist nicht schwer hier, das Ganze. Das kriegt man hin. Ja gut, die Stelle regt mich irgendwie auf. Da sehe ich immer nicht, wo ich hinspringen muss. Die Stelle, die regt mich ein bisschen auf. Und die andere. Mein Freund spammt die ganze Zeit auf WhatsApp. Ja, dann schalt ihn stumm. Ist immer eine gute Möglichkeit. Na gut, ich habe keine Freunde, die mich zuspammen, deswegen. Höchstens welche Gruppen. Aber auch da bin ich jetzt nicht mehr so viel drin. So. Jetzt wird das was. Bumm! Und Finale! Oh, gut, geschafft. Oder? Ja, 250er, sehr schön. Sogar 100%, Leute. Absolute 100%. Ich bin stolz auf mich. Sehr gut. Pius kann leider nicht mehr weiter gucken. Mein Vater feiert heute Geburtstag. Hört alles gut an ihn. Wie alt ist er denn geworden? So, geschafft. Sehr schön. Red Coins gleich Bonus. Sehr gut, habe ich jetzt gar nicht vorher gelesen. Ja, war ein sehr schönes Level, hat mir gefallen. Und hatte eine sehr angenehmes Schwierigkeitsgrad. Angenehm Schwierigkeitsgrad, so. Okay. Sehr schön. So, machen wir das alles Escape hier. Und jetzt gucke ich, glaube ich, noch mal kurz nach meiner Oma, was die jetzt will, oder? Ja, die wird dich schon abhören, denke ich. Die wird schon abhören, denke ich. Und, ja, war schon. Gucken wir leider mal. Bin zwar heute beigetreten, bin aber lange beim Stream dabei. Ja, sehr, sehr nett von dir, sehr toll. Ja. Ist jetzt 48. Was? Was 48? Muss Animal Crossing auch mal in der Nacht suchten. Aber naja, ohne diese ganzen Drecks-Hausaufgaben hätte ich es auch gemacht. Oh, Hausaufgaben. Hausaufgaben, es tut mir leid. So, machen wir mal weiter mit dem Level von... Jetzt hatten wir zwei normale Level, ne? Ne, ein normales. Okay, dann machen wir nochmal ein VIP-Level. Haben jetzt hier das Level von Power Shack 2. Okay. Super Mario 3D World Metal. Ah ja. Ja gut, dann gucken wir da mal rein. Ob ich das hinkriege oder nicht. Ich muss sagen, ich habe bisher heute jedes Level geschafft, ne? Das ist krass, ne? Sowas gibt es von mir sonst eigentlich gar nicht. Ja. Jedes Level schaffen ist sonst eigentlich eher eine große Besonderheit. Sonst ist es eher eine ganz große Besonderheit, wenn ich überhaupt so 3-4 Level schaffe. Ja. Ah, nein! Stopp! Oh, no! Das wollte ich nicht, ich wollte auf A drücken. Oh. Was ist das denn hier? Ich
machen sich schon meine Scheiben selbstständig. Die machen irgendwelche Geräusche. Hallo, Scheiben. Geht die gleich kaputt? So, 4CG. Hier ist gerade voll die Wärme. Wir haben jetzt Sommer, Leute. So, Luigi's Super Hammer Mansion. Ich habe für dich ein Super Hammer Level gemacht. Ich hoffe, du magst es. Werden wir gleich sehen. Der spricht mich hier direkt an mit You. Aha. Ja, gucken wir mal rein, ne? Mal sehen, ob seine Hoffnung erfüllt wird, dass ich sein Level like. Beginnt schon mal ziemlich random, muss ich sagen. Ja. Und man muss aufpassen. Okay, der Anfang ist schon ein bisschen intensiv, sagen wir mal so. Eine große Intensivstation ist das hier. Bist aber kein VIP, ne? Als ob der jetzt da... Junge. Bist ja doch besser in Maumecker. Vor allem nach 3 Monaten spielen so ungefähr. Ich wollte mal wieder ein Level bauen eigentlich, aber... Okay, diese Pflanze, die regt mich schon mal todes auf. Die ist schon wieder richtig uff. Ha! Ja, und jetzt? Wo? Ah ja. Bin verwirrt. Jetzt erst recht. Okay, Blindschlag finde ich jetzt nicht so geil. Hätte ich jetzt einen Fall machen können. Dass ich da sicher bin. Weil ich hatte jetzt ein bisschen Angst, dass ich da jetzt irgendwie sterbe. Oh shit. Warte mal. Kiste. Wie mache ich die Kiste? Ah ja. Okay. War gerade ein bisschen doof. Ah ja. Okay. Optimal, hallo Kamek. Kannst gar nichts. Und wir haben den ersten Checkpoint. Freust du dich auf die Indie Direct? Ja, werden wir morgen zusammen im Stream gucken, falls ich morgen noch Internet habe. Dann gucken wir es gemeinsam. Ich könnte es auch theoretisch später streamen. Also ich denke schon, wir gucken das uns morgen an. Ja, wollte es anders bauen, hatte aber was Falsches gemacht, okay? Nee, danach, Bowser. Danach kommt ein neues VIP-Level. Und zwar sehe ich das von Kilian auf der Liste. So, okay. Tschüss. Ist halt irgendwie ein Level, wo halt gefühlt der Gegner dran kommt. Das ist so mein Eindruck hier. Aber was ich gut finde... Man kriegt hier viele Power-Ups, also man kann jetzt das Level immer eigentlich schaffen. Das ist sehr wichtig bei diesen Leveln, dass man nicht nach einem Treffer direkt was soll das jetzt hier werden? Soll ich den jetzt einfach mit dem Hammer killen? Oh nö. Ich lob gerade und dann kommt sowas hier, ey. Ja, sowas finde ich einfach nur unnötig. Vor allem in diesem Style. Ja, okay, das sind nur 8 Treffer. Okay, okay, okay. Aber ich mag diesen Bowser überhaupt nicht. Weil der haut einfach immer so oft ab, ey. Und ist dann irgendwo an der Wand und fühlt sich wie Tarzan. Und ist einfach nicht im Battle. Das regt mich auf. Bei diesem Bowser, den hasse ich richtig. Den Miauser. Aber es ging schneller als gedacht. Deswegen passt schon, alles gut. Passt schon. Jetzt mag ich, das ist ein Kamek. Oh nö, ich hab nicht... Mami! Vor allem, ich gebe jetzt die Zeit aus. Oh Mann, warum muss denn sowas eingebaut werden? Das ist doch nicht geil. Man hat einen Treffer, einmal haut man, dann hat man den Panzer, das Item wieder verloren, muss wieder neues gönnen. Jetzt haut er auch noch ab. Nein, so ein Bowser mag ich nicht. Die ist nicht so geil. Aber sonst ist das Level ganz nett. Aber... Ja, das ist nicht so geil. Jetzt haut er wieder ab, weißt du? Jetzt wollen wir wieder warten.
Komm, stirb! Na komm! Vor allem hält er so viel aus. Oh, ich hasse den Typen. Vor allem jetzt geht mir die Zeit aus. Ah, muss das sein? Ich sehe ein bisschen schwarz hier. Einmal kann man den nur treffen, den blöden Typen. Manchmal gar nicht. Stirb! Stirb! Wieso hält denn der aus? Toll. Oh! Ich hab nicht mehr mit gerechnet. Schnell! Als ob das hier noch weitergeht. Laber nicht. Laber nicht. Mach doch! Och Mann, was ist das denn? Boah! Oh! Ne! Halleluja! In der letzten Sekunde, Alter. Ja, moin. Aber das war ein bisschen unnötig. Warum zweimal? Einmal hätte also ein Bowser hätte gereicht. Und dann streckt er die Scheiße auch noch mit diesen Blöcken. Ich wollte schon die Polizei rufen. Okay, so. Seelisch am Ende. So, jetzt machen wir das Level von Kilian. Das ist ja passend. Also bist du schon seelisch am Ende, jetzt kommt ein Level von Kilian, er ist ja geil. So, machen wir den denn? Kilian. Super Mario 3D World. Ah ja. R3W. Ja, aber heute läuft das mit dem Skill, ne? Also heute bin ich zufrieden, also läuft ganz gut. 5FC T6G. Okay. Heute läuft, heute rennt richtig. Bin zufrieden. Unterwasserlevel. Die Geheimnisse des Ozeans. Kannst du die Verstecke, Geheimnisse, Sachen im wunderschönen Ozean öffnen? Red Coins sind große Schatz, ne? Ja, ja, irgendwie sowas. Irgendwie sowas. So. Hallo, ja, willkommen zurück an Skelett. Hallo. Super Mario 3D World. Nur für dich. Ich danke dir. So, warte mal ganz kurz. Habe ich wieder genug Power? Optimal. Ich kann das Kabel weg von meinem Pro-Controller. So. Und, ja, gehen wir mal nach unten. Piers geht schwimmen. Ja, ich gehe auf Schwimmtour. Baden. Ich muss die Red Coins finden, ne? Ich kenne Kilians Level, die dauern immer 3 Jahre. Aha. Willst du mich irgendwie abkassieren? Was ist das denn? Mich einfach immer richtig machen, ne? Bin ich denn für ein Lackaffe? Oder? LOL! First try, Leute. Dauer. Na, ey! Stopp! Halt, stopp! Hallo? Hallo? Wird er da nicht mal reingehen? Bin zurück. Sehr schön, Mika. Mann, oh Mann, oh Mann. So, warte mal. Ja, und jetzt? Ah ja, wir zurückgehen. Ah ja. Ich sehe. Ich sehe, was... Nee, doch nicht. Ach doch, der fit wieder... Nee, hä? Komm ich denn da unten?
Ah, ich sehe was. Was du nicht siehst, das ist eine Röhre. Mit einem Schlüssel. Ha! Pius liest die Nachricht. Schlüssel sammeln, kleiner Schatz. Schlüssel plus Redcoin. Coins sammeln, Hauptgewinn. Okay. Ja, gucken wir mal. Hab jedenfalls den Schlüssel. Aber sonst war hier keine Redcoin, ne? Nee. Sonst war alles gut. Okay. Dann ist der Subi. Und jetzt? Gehen wir noch da, komm. Man gönnt sich ja sonst... Nee, doch nicht. Dann will ich da doch nicht hin. Und jetzt, ja, noch da. No! Schon wieder eine Falle, ey. Am besten gehen wir den Weg, wie ich hergekommen bin. Wenn ich den wiederfinde. Achso, ja, von unten. Jo. Der nach da. Das ist mega verwirrend. Ja, ich komme hier noch zurecht einigermaßen. So, jetzt. Ich hoffe, ich habe irgendwie alles gefunden oder so. Mal gucken. Jetzt habe ich jedenfalls hier so einen Weg. Geht's jetzt so weiter oder was? Ich bin mal sehr gespannt. Oh, Scheiße. Okay, müssen wir Luki machen nach Schlüssel. Ich habe gefühlt gar nichts gesehen. Was wirst du heute noch so spüren? Keine Ahnung, mal gucken. Wir spielen ja auch schon seit 3,5 Stunden. Hilfe. So lange Streams gab es schon lange nicht mehr. Meistens gehen die ja so 90 Minuten oder 2 Stunden, aber 3,5 ist schon speziell. Aber ist jetzt in Zukunft öfters möglich. Was heißt in Zukunft? Ja. Eigentlich ist es immer möglich, aber... Heute hatte ich mal ein bisschen mehr Lust. Auf länger. Ja. Normalerweise spielen wir ein Spiel. Da habe ich immer noch genug von dem einen Spiel. Heute haben wir jetzt schon 3 Sachen gespielt. Zwar Mario Maker jetzt am längsten, aber ja, gibt halt am meisten hier zu tun, ne? Redcoin! Die Frage ist jetzt nur, wo ist der Schlüssel? Guck jetzt mal jede Röhre einmal an. Du musst allerdings auch nicht die Redcoins sammeln. Sammel die Redcoins nur, wenn du eine wirkliche Auswahl haben willst. Ja, ich guck halt ein bisschen, ne? Gibt's einen Checkpoint, Kilian? Hab's gerade irgendwas gehört. Haben wir einen Einbrecher hier? Ich guck mal kurz, was das war. Bin gleich zurück. Keine Polly, keiner da. Was sagt Merkel? Wisst ihr da schon was Neues? Zu unserer Mutti? Glaub nicht. Ne, keine Ahnung. Bisher sehe ich da jetzt nichts Neues. Okay. Wo ist der blöde Schlüssel? Aber der ist jetzt nicht irgendwo hier, oder? In einem der Röhren. Ist der Schlüssel? Laber nicht. Als ob. Da war es Fake News. Ja, der Nachmittag beginnt doch jetzt erst. Ganz ruhig. Unsere Mutti muss auch einmal was essen.
Wo ist der Schlüssel? Vor allem geht mir jetzt langsam die Zeit aus. Hallo? Kian, wie viel Belohnung kriege ich? 300 Millionen? Ich hoffe es für dich. Hey, wo ist denn der? Ist der hier? Vielleicht? Was ich mir merke, die soll angeblich heute Nachmittag verkünden den Notfall. Wie heißt das? Warte mal. Den Ausnahmezustand für Deutschland. Okay, wenn ich jetzt hier sterbe, ne? Dann geh aber nach Hause. Mama. Nein! Oh nö! Nochmal will ich jetzt aber nicht, ey. Das dauert immer so lang, Kian. Wieso dauert deine Level immer 3 Jahre? Kommen noch 4 Level? Nee, so viel nicht mehr. Wie heißt das? Das Level heißt The Secret of the Ocean. Ja. Nein, der Röhren. Ah, Mann. Wieso hast du die Forschungscheckpoint eingebaut? Das klingt ja wie so nach einem Brandreichstag in den 20ern. Los, noch ein Versuch. Oh, aber nur den Schlüssel, ey. Was ist da nicht oben für ein Weg? Okay, einmal noch. Aber nur den Schlüssel. Nur den Schlüssel, Leute. Damit keiner sagen kann, Pius, du gibst die Level immer zu sehr aus. Zu sehr. Das ist zu schnell auf. Das macht man nicht. Dafür bin ich falsch. Immer noch Hunger. Ich war da doch richtig. Yay. Ha! Premium. Premium. Wie viele falsch? Aber gleich haben wir es. So. Genau. Wie so schlecht? Nee, bin ich nicht. Okay. Da haben wir Raum Nummer 1 geschafft. Jetzt kommt noch Raum Nummer 2. Dann macht ihr Essen. Ja, machen wir später. Machen wir später. Ich habe noch ein bisschen was von meiner Banane. Hab noch nicht alles gegessen. Aber wo ist jetzt dieser blöde Schlüssel? Kian, war der jetzt, ist der jetzt links oder rechts? Was höre ich denn jetzt hier für Geräusche? Ich glaube, mein Traum wird wahr. Der Massenmörder kommt. Ey, du Mörder! Stehst du mit deiner Axt aus Animal Crossing vor mir? Nee. Ich höre irgendwelche Mini, so kleine Geräusche höre ich ab und zu, Alter. Kommt gleich hier der Massenmörder, ey, mit deiner Axt aus Animal Crossing. Blaue Röhre. Aha. Naja. Naja. Offiziell Läden außer Supermärkten schließen. Genau, das ist der Notstand. Das bedeutet das. Heißt, wir bekommen kein Animal Crossing. Falls es wirklich sein sollte. Ich liebe Glasröhren-Labyrinthe, vor allem in Multiplayer. Ja, das bist du. Bist du lieben. Was ist denn das hier? Wo ist denn der Scheiß? Kian sagt blaue Röhre. Ja, wo? Hier ist nix. Ich krieg hier Aggression. Auch nix. Solange man noch Klopapier kaufen kann. Ich mach bald ein Business auf bei eBay. Kaufen Sie jetzt Klopapier. Eine Rolle, 25 Euro. Schlagen Sie jetzt zu. Ah, da ist es. Klopapier ist sehr wichtig, ja. Und Taschentücher. Für Schnupfen.
So, One-Ups, sehr schön. Das ist hier die Klopapierfabrik. Hier werden die Rollen produziert. Im Wasser. So, jetzt weg hier aus dem Saftladen. Raus hier. Hier gibt es keine Staffattacke nach unten. Wir sind hier im Wasser. So. So. Bald sind wir beim Checkpoint. Ja. Wir sind gleich beim Checkpoint. Hallo, was ist denn jetzt los? Hallo? Das ist... Toad will nicht mehr. Oh, Toadie, ey. Na, die sind bei dir, Lewis. Was ist denn hier los? Ja, die Unterwassermusik ist ja schön, ja. Sehr beruhigend. So, was haben wir in Raum Nummer 4? Oha, okay, da können die mich treffen. Okay. Der Schlüssel ist also da. Oh, shit. Alter! Was ist denn das hier? Aha. Wie lang streamst du noch? Mal gucken. Nicht mehr so lang. Wir streamen jetzt schon fast 4 Stunden. Irgendwann ist auch mal gut. Könnt ihr am Morgen weitermachen? Vielleicht morgen noch ein bisschen früher als heute. Heute haben wir um 12 Uhr angefangen. Vielleicht morgen mal so um 11 oder um 10 Uhr. Mal gucken. Obwohl. Doch, ich kann morgen Vormittag streamen. Stimmt. Weil die Techniker kommen ab 14 Uhr, Leute. Deswegen weiß ich nicht, ob die fertig sind morgen zur Indie Direct. Deswegen, ja, vormittags würde gehen. Die Techniker kommen ab 14 Uhr bis 18 Uhr. So war das. Doch, doch, so war das. Und die reißen ja meine Straße auf und, ja, gucken, woran das Problem liegt, dass ich im Verhältnis so wenig bekomme zu dem, was wir bekommen sollen. Ja. So. Raum geschafft. Ich nehme an, das ist das Finale. Hier ist nämlich ein Bum-Bum. Bis jetzt im dritten. Ist das das Finale hier, Kian? Mal gucken. Jetzt jedenfalls gehen wir erstmal hier rein. Und sind bei Bum-Bum. Ja, geil. Was ist das denn hier? Das ist mich komplett abgekackt. Das ist schon dezent hart hier, aber okay. Junge. Sonst geht's dir aber gut, ne? Also hat man jetzt großen Tod ja gar keine Chance. Da musst du direkt runter. Und direkt ein Leben klauen. Dann irgendwie durch. Das ist halt wirklich too much, Bruder. Was ist denn hier? Hä? Du musst nur überleben, ja. Als kleiner Tod okay, aber als großer kannst du jetzt einen Treffer dem geben, aber... Getroffen wirst du eh. Ja, war klar. Ja, und vor allem darfst du nicht auf diese blöden Pilzplattformen, weil dann bist du eigentlich safe tot. Der Bum-Bum killt sich selbst. Ja, aber wenn ich ihn einmal schon mal einen Treffer gebe, dann killt er sich ja schneller, ne? Oder Kilian? Dann killt er sich ja ein wenig schneller. Das ist ja mein Interesse. Ja gut, das ist hier eh too much erstmal. So, jetzt bleibe ich hier irgendwo. Ja, am besten so in der Mitte irgendwo. Ja, genau. Ja, genau, 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 ja, 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 ja. Ich muss nur irgendwie runter. Nein! Oh nein! Das war knapp. Oh, blöde Hitbox. Eigentlich hat er da gar nicht hier getroffen. Aber genau so, genau so. Mittig bleiben, am besten noch einen runtergehen, damit ich näher an der Box bin. Also am besten hier. Nee, hier ist scheiße. Hier ist scheiße.
Hier ist nämlich der blöde Pilz. Hier ist perfekt. Alles wird gut. Alles wird gut. Oh! Mami! What? Noch einer? Davon war aber... Ah ja! Ach so! Aha! Kollege! Ich will Pilz! Es war so klar! Scheiß Pflanze! Ich geb dir Unkrautvernichter. Vom zweiten war aber nicht die Rede hier, Kilian. Das hast du mich betrogen. Ah ja. Lieber Bum-Bum, ich wünsche dir dein Tod. Einfach vor die Kanone stellen, dann schießen die nicht. Oh, ist da jemand am erfolgreichen Denken? Das probiere ich gleich aus. Hey, was war das denn gerade für ein Leck? Erfolgreiches Denken, meine lieben Freunde. Stirb da mal da unten. Okay, jetzt noch irgendwie runter. Ist einfach gesagt, als getan. Oh. Das macht mich aggressiv hier. Vor allem, wenn ich beim zweiten Boss noch nicht mal einen Pilz kriege. Kilian. War der Pilz nicht mein Budget oder was? Oder was ist hier los? Am besten auch noch groß bleiben. Nee, groß ist nicht möglich. Wir müssen schon klein werden. Okay. La 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 la. Hallo? Geh weg. Geh doch weg. Und bin der von mir. Kannst du bitte gehen? Okay. So, jetzt müssen wir erfolgreich denken. Erfolgreich denken. Gut. So, oh, ich krieg jetzt sogar einen Pilz. Den ich sofort verliere, weil der Kackhaufen nach oben kommt. Ah ja. Okay, immer in Bewegung bleiben. Dann können die mir nix. Immer in Bewegung bleiben. Oh mein Gott. Wo ist denn das Ziel? Fang! Ne, was steht da? Fangs, okay. Ja gut, den zweiten habe ich nicht hingekriegt, aber sonst lief das doch ganz gut, oder? Yay! Guck mal, er gönnt doch nicht mal One-Up, ey. So ein Keck. Er gönnt noch nicht mal den One-Up-Pilz. Frechheit. Doch! Haha! Geht doch. Ausgetrickst ohne Ende. Ja, ich habe schon ein Like gegeben. Wann denn das? Naja. Wir haben es geschafft, Leute. Bin so stolz auf mich. Wir haben ein Level von Kilian geschafft. Ja, das passiert nicht oft. Gucken wir mal ran, da wie viele Level ich von ihm schon mal geschafft habe. Nicht viele. Joa, ein Level. Zwei.
3? 4? 5? 6? Ja, immerhin 6, ne? Also, ich glaube, ich habe sogar mehr Level geschafft, als ich gespielt habe, kann das sein? Obwohl... ja, nicht so. Ja, nicht so. Ja, Anime, keine Ahnung, du, keine Lust. Geschafft, sehr schön. Ja. Nice, by the way, der Hauptgewinn war ein TT, ist der. Ja, wir sind ihn hingekriegt. Kann der Blues Tuya mal probieren im nächsten Stream, ne? Soll ich noch ein anderes Stress-Level einsetzen? Nee, eins pro Stream reicht mir. Von dir. So, Level von Kilian ist geschafft. Sehr schön. Ich bin sehr stolz auf mich. So, als nächstes habe ich hier noch ein Level von Lars 10. Bist du da? Bist du im Chat? Und ja, spielen wir noch dein Level. Ja. Da finde ich es sehr lustig. Am Anfang hatten wir einige Probleme in Sachen Internet, vor allem nicht mal beim Spielen, sondern beim Freundschaftsanfrage annehmen. Warum auch immer. Weißt du, es leckt nicht bei Splatoon im Spiel, auch nicht bei Mario Kart im Spiel. Nein, es leckt, wenn ich eine Freundschaftsanfrage annehme. WTF. Jetzt hier bei Mario Maker lief das Ganze natürlich ein wenig besser, ist ja ganz klar. Ja. Ich dachte eben, es ist hier wieder der Streamweg, aber. jetzt schreibt gerade keiner mehr was im Chat. Okay, tschüss. Jetzt mögt ihr mich alle nicht mehr. Erst hat meine Banane weiter. Das machen wir gerade, ey. So. Jetzt erstmal meine Banane weiter. Lecker, lecker. Guck mal in die News rein. Animal Crossing New Horizons. Oh. Tschüss, Katzbold. Ist der Lars noch da? Ich glaube nicht, ne? Ein schöner Trailer. Genießen wir ihn. Oh, ist das schön. Ist das geil. Oh. Ist das schön oder was? Oh, sehr schön. Cool. Ja. Ja, sehr schön. Oh. Ah, Mann, die hätten auch gerne mal eine Demo bringen können zu Animal Crossing. Weil in den USA konnte man ja eine Demo spielen, deswegen. Warum nicht auch hier? Warum nicht auch hier? Ist sehr belastend, das Ganze. Ich will mal ganz kurz gucken, wie meine Level so ankamen. Ich habe jetzt ewig schon mal nicht mehr hier reingeguckt. Wie sehen so meine Stats aus? Na, guck. Ist jetzt wieder Internet down oder was? Was ist denn jetzt los hier? Ah ja! Ach so, Jetzt, ja moin, jetzt wird das wieder rot hier, ey. Ja moin. Okay, jetzt haben die anscheinend keine Lust mehr auf mich. Das Internet. Ja moin. Ja moin. Ja, jetzt wird hier ein bisschen rot wieder irgendwie, warum auch immer. Ja, gut. Ah, jetzt ist wieder grün. Sehr schön. Sehr gut. Was war denn das schon wieder, ey? Ja, wie gesagt, Leitungsprobleme, die hoffentlich morgen mal wieder gelöst werden. Wäre zumindest ganz geil, wenn das Problem vor Animal Crossing gelöst ist. Das wäre sehr wichtig sogar. Na komm, lad jetzt. Vor allem, ich verstehe es gar nicht. Das hier laden ist doch Download. Und was ich hier mache, ist ein Upload. Das macht gar keinen Sinn. Also warum, wenn ich was lade hier im Spiel, wieso ist denn das dann hier am Abstürzen? Das macht gar keinen Sinn. So, hochgeladene Level.
So. Boah, 50 Likes, da geht auch noch mehr, Leute. Ne, da geht noch mehr, ne? Ich will da mehr sehen, ich will da mehr sehen. Ja, spielt gerne mein Level. ID seht ihr da unten. C8J344QHG. Und dann könnt ihr auch alle anderen meine Level spielen. Hier, ich habe nämlich einige hochgeladen damals. Und wann stürzt das Stream ab? Hoffentlich gar nicht mehr heute, so. Ja, die ersten Level gingen richtig ab hier mit 247 Likes und so. Also war schon einiges los hier. Dann ist es natürlich ein bisschen abgeflacht. Wie der Hype, ne? Ja. Da habt ihr jetzt meine ID, dann könnt ihr auf mein Profil gehen und mich abonnieren, ne? Danke, bitteschön. Ja, und sonst hier kann man ja mal gucken, ne? Gegeneinander Siege, 94 Siege im Multiplayer. Ja, ganz nett, ne? Ganz nett. Oder, Leute? Ja. Ja. Muss jetzt gehen. Tschüss an alle. Jo. Nicht nur du gehst, sondern auch ich. Beende den Stream für heute. Wir haben jetzt gleich die 4 Stunden voll. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Es ist halt fast wie so ein 6-Stunden-Stream. Fehlen noch 2 Stunden. Ja, 4 Stunden-Stream heute gewesen. Mit ein paar Internet-Fails. Aber grundsätzlich hatte ich sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Wir haben 3 Spiele gespielt. Am Anfang ein bisschen Splatoon. Dann eine längere Zeit Mario Kart 8. Und dann zum Schluss nochmal einen fetten Teil Mario Maker 2. Weil wir das Spiel auch schon ewig nicht mehr gespielt haben. Und ja, alle Level kamen natürlich heute nicht dran. Aber, ja. Wir haben heute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Level geschafft und keins abgebrochen, ja? Das muss man nochmal betonen. Ich habe kein Level abgebrochen, ja? Schön, ne? Das ist eine Neuheit hier bei PUs. Und in dem Sinne, Leute, das war's für heute. Like gerne den Stream, falls ihr auch noch nicht getan habt hier. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Morgen geht's hier weiter, entweder am Vormittag oder am Abend oder ja, mal gucken, ne? Mit dem nächsten Stream. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Montagnachmittag und ja, bis bald und ja, tschüss. Ihr Toads und joint gerne meinem Discord-Server. Link dazu jetzt im Chat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ich esse jetzt die letzten Stücke meiner Banane. Ah, lecker. Und Leute, ganz wichtig, Hände waschen und am besten nicht das Haus verlassen. Gut, tschüss.